Herzlich willkommen, liebe Nerdzer Zuschauer und Zuschauerinnen, zur Live-Show, wie jeden Sonntag. Ihr seht schon, wir sind wieder in etwas anderer Besetzung, denn den Marcel, den haben wir nämlich unten in die Regie verbannt, der hat nämlich gestern sein Mittagessen nicht aufgegessen. Und deswegen ist der Julian heute bei uns und der wird euch heute viel über die Xbox One zeigen, aber dazu gleich mehr. Richtig, wir sind wieder wie gehabt im Studio 2 von Kanal 21. Das ist was, was konstant bleibt heute bei uns. Auch mal schön, dass man sich an ein paar Sachen, an die man sich gewöhnt hat. Man muss sich an irgendwas klammern können. Ne? Das ist wirklich sehr schön. Ja, und wir haben großartige Themen natürlich dabei und fangen vielleicht mit den Games-Themen direkt an. Und dann kann der Julian auch seinen Job heute mal beginnen. Richtig, guten Abend auch von meiner Seite. Und zwar habe ich heute meine Xbox One mitgebracht und die wollen wir euch heute erstmal ein bisschen vorstellen. Es gab ja ein Update, ein Februar-Update und es hat sich ein bisschen was getan im Interface und auch was die Funktionalität angeht. Dann wollen wir, ja, Plants vs. Zombie Garden Warfare spielen. Das machen wir erst im Splitscreen-Modus, wir beiden. Ja. Dann wollen wir das mit der Community spielen. Dafür könnt ihr mich später adden, da werde ich euch meinen Namen sagen, wie ich bei Xbox Live heiße. Und wir werden euch Thief zeigen und im Anschluss haben wir noch ein Let's Show von Hawken. Ja, das wär's aus dem Games-Bereich. Sag doch alle nochmal Thief. Thief. Thief, 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 Thief. Wir sind des THs mächtig. Nicht so wie du. Sehr mächtig. Ihr seid sowieso sehr mächtig. Ja, danke schön. Stephanie, wollte ich mich unterbrechen, bitte. Genau, im Filmbereich werden wir heute schon mal einen ersten Blick auf die Oscars werfen. Dafür haben wir zwei Spezialisten aus dem eigenen Hause gecastet, nämlich den Buddy und den Nico, die wir live aus Hamburg zuschalten werden. Und natürlich zeigen wir euch in der Kinovorschau immer, was ihr euch denn demnächst im Kino angucken solltet. Ja, ne? Das wird, glaube ich, ganz toll. Aber die Top 5 waren noch nicht, denn die sind heute im Entertainment-Bereich. Ja, sie sind im Entertainment-Bereich. Sie sind allerdings diesmal eigentlich keine Top 5, sondern mehr eine Low 5, wenn man es so genau nehmen will. Und zwar haben wir für euch die Top 5 nervigsten Karnevalslieder zusammengestellt. Das ist äußerst großartig. Da gibt es gleich hier im Hitbox-Chat für euch eine kleine Umfrage, wo wir dann so ein paar Auswahlmöglichkeiten dafür zur Verfügung stellen und ihr könnt einfach mal sagen, was ist denn euer nervigster Karnevalssong? Es geht generell im Entertainment-Bereich um das Thema Karneval. Ist ja hochaktuell. Ja. Ne? Morgen Rosenmontag und so. Wir sind auch alle schon total heiß drauf. Ja. Man sieht, Steffen auch extra in bunt heute. Ich habe mich extra verkleidet heute. Sehr floral. Es geht um das Thema Karneval und wir haben abgesehen von dieser Top 5 noch ein ganz, ganz, ganz besonders großartiges Format. Es hatte vor 4 Wochen Premiere, kleiner Mann ganz groß mit dem schönen Jan, der musste auf einer Karnevalsfeier, einem Umzug in Paderborn sehr fiese Fragen, die du dir ausgedacht nette hast, Menschen stellen, wo ich möglicherweise meine Finger ein bisschen mit im Spiel hatte. Das war sehr großartig. Wir werden generell ein bisschen über Karneval quatschen. Ihr könnt natürlich im Chat gerne euren Quatsch, euren Senf, meine ich, dazugeben und den Senf, den Connor dazu zu geben hat. Den gibt es dann natürlich auch noch im Pro und Connor. So. Ja, ich sehe gerade, die Fahne ist oben. Wir haben Post. Willst du mal in den Postkasten schauen? Ich gucke sehr gerne in den Post. Kann ich euch vielleicht, bevor wir News trinken, wollt ihr was trinken? Ja, ja. Ich hätte gerne Whisky-Cola. Cola hätte ich. Beeindruckend. Ich mache dir die sogar auf. Oh, das ist Service hier. Julian, vielleicht sollten auch? Wir ja, einfach, gerne. Vielleicht sollten wir einfach eine Bar eröffnen. Das heißt ja immer, wer nichts wird, wird wird. Und wir haben heute spezielle Cola, Karnevals-Cola. Ja, also mal kurz vielleicht in die zwei. Ja, war das? Habe wieder in großartiger Eigenregie diese Etiketten gebastelt. Das ist ja auch das Schöne an Nerdstar im Prinzip, dass wir alles mit so viel Liebe zum Detail machen. Ist alles weiter im Text. Ich hole mal kurz hier den. Haben wir überhaupt Post? Ich meine, vielleicht ist ja auch einfach so ein Schelm hier durchs Studio gegangen und hat einfach die Fahne nach oben gemacht. Sowas soll es ja geben, ne? Wie meinst du, das war nicht der Postbote? Ja, ich weiß okay. Nicht. Wir haben ja so Leute, ich habe auch schon mal gesehen, dass der Buzzer auf einmal ausgemacht wurde. Hier. Ja, das finde ich jetzt besonders großartig. Das heute, ist wohl Post für Marcel. Heute, wo der Marcel nicht da ist. Der wird er sich aber ärgern. Haben wir hier ein Star Wars Magazin. Kommt sowas regelmäßig raus? Weiß ich nicht. März 2010. Ich denke mal. Das ist nicht Nummer 8. Ja. Das ist aber hier, guck mal, das ist sogar mit Spielzeug. Was haben wir denn da? Das ist wohl so eine Kanone. Tja, Marcel, tut mir echt leid für dich. Ist, dass die gerade heute kommt, ne? Also, da kann ja keiner mehr gleich. Das ist ein Ärger. Und dann haben wir hier noch so ein Buch: Medienrecht. Ja, das habe ich bestellt. Das für dich. Ja, aber ich wollte mich im Rahmen von Nerds auch ein bisschen weiterbilden. Ne? Nicht nur, was mein Studium betrifft, sondern vielleicht müssen wir uns ja auch mal damit befassen. Ne? Ja, dann kannst du das auspacken. Ja, danke. News haben wir irgendwie keine. Oh scheiße, das habe ich schon kaputt gerissen. Im Briefkasten zumindest. Da blutet Marcel sehr. Ich reiß einfach mal weiter. Komm, reiß richtig ab. So, hat einer von euch noch News?
Ja, es ist nämlich tatsächlich so, es gab ja so ein Kickstarter-Projekt, was aber auch schnell irgendwie wieder so eingestampft wurde, dass ein Minecraft-Film kommen soll. Aber jetzt hat der einer der Publisher, der Entwickler von Minecraft selbst lauten lassen, dass die Filmrechte davon gekauft wurden und wir uns wohl auf einen Minecraft-Film freuen dürfen. Okay. Hier, guck mal, aus der Games-Ecke. Ich hab noch was. Das wird nicht nur den Steffen freuen, denn der hat ja diesen schönen Batman letztes Mal geschenkt bekommen, sondern es freut auch bestimmt viele andere von aus dem Nerdstars-Team und von den Zuschauern. Ich habe gelesen, neues Batman steht in den Startlöchern von Rocksteady. Es waren jetzt wohl Flyer und Banner im Umlauf, die an GameStop ausgeliefert wurden. Und mal gucken, ich bin gespannt. Mehr weiß man leider noch nicht. Gibt noch nichts Offizielles, aber wäre also cool, oder? Da wird noch viel Geheimnistuerei drum gemacht. Ja, richtig. Ich schmeiß mal den Müll hinter das Sofa. Okay. Ne, da kann sich später Marcel drum kümmern. Aber freust du dich auch, ne? Wenn ein neues Batman Spiel kommt? Aber ich hinke ja noch übelst hinterher. Ich bin ja ein Mensch ohne viel Zeit und bin, glaube ich, ich hänge immer noch bei Arkham City. Ohne viel Zeit. Schön. Ja, aus meinem Entertainment-Bereich sind ja sowieso immer bekannterweise sehr wenig News. Ich habe überlegt, vielleicht was zum Thema Musik zu machen, habe mich da eben ein bisschen schlau gemacht. In den Trending-Topics bei Google sind ausschließlich irgendwie Justin Bieber und Miley Cyrus. Darüber sage ich nichts. Nein. Und dementsprechend, nein. Sorry. Also, ja, ist nicht böse gemeint, ne? Miley, wenn du zuguckst, könntest natürlich trotzdem gerne auf einen Kaffee treffen. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert. Mach mal weiter, ich versuche das noch rauszufinden. Du bastelst das jetzt noch. Ich weiß, haben wir sonst noch News? Ich meine, wir könnten aus dem Heft noch was vorlesen, aber ich bin ja Star Wars. Ich finde es interessant, Star Wars grundsätzlich, aber dann jetzt hier diese ganzen Comic-Serien und so dazu. Weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen too much oder nicht? Ja, gleich schaltet Marcel von unten die Kamera von mir weg irgendwie. Ja. Wir gehen gleich runter und bringen es Marcel. Flasht mich jetzt nicht immer. Dann starten wir doch direkt rein mit dem Games-Bereich. Ja. Genau. Julian. Eine gute Idee. Genau, die Xbox ist zwar schon ein bisschen länger draußen, wir wollen euch aber trotzdem noch mal zeigen, weil wir sie das erste Mal heute im Studio hier haben, wie sie so ein bisschen funktioniert, was es so für Besonderheiten gibt und was man damit alles anstellen kann. Deshalb würde ich die Regie bitten, da ist er schon, der Bildschirm. Ah. Und ja, was können wir uns denn zum Beispiel angucken? Ihr seht jetzt hier auf jeden Fall das Menü, hoffe ich. Wahrscheinlich sehen sie erst noch dich. Jetzt sehen sie das Menü, jetzt sehen sie nicht mehr mich oder uns. Und wir gehen ein bisschen rum. Hier seht ihr auch schon meinen Nicknamen. Jeder, der Bock hat, gleich mit uns Plants vs. Zombies Garden Warfare zu spielen, kann mich gerne hinzufügen unter Jules Laser und dann spielen wir nachher. Ja, was halt ganz cool ist die Sprachsteuerung, die funktioniert echt gut. Ist wahrscheinlich jetzt Vorführeffekt, jetzt wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir gucken doch einfach mal rein. Wir sind mal ruhig, weil wir haben das eben schon mal probiert und wir haben da vielleicht doch ein bisschen zu viel dazwischen gelabert. Vor allem der Dirk, weil der ist ja kein stilles Wasser, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da hat sich die Xbox gefühlt wie so ein Hund, der 5 Kommandos gleichzeitig kriegt von 3 verschiedenen. Ich trinke nochmal was, dass meine Lippen geschmiert sind. Damit du auch richtig reden kannst. Guck mal. Dass ich mit meiner Konsole reden kann. Xbox. Mann, jetzt klappt es schon nicht. Xbox. Hier, Alter. Kleiner Spaß am Rande. Sag mal, so überziehen wir maßlos. Nee. Am Ende. Ich möchte das jetzt gerne zeigen. Xbox. Xbox. Ah. Geh zu Amazon Love Film. Ja, Vorführeffekt, super. Klappt toll. Mach das nochmal, so lange bis es klappt jetzt. Xbox. Xbox. Nee, will nicht mehr. Ja. Wir haben es kaputt gemacht. Xbox. Du hast es kaputt gemacht. Xbox. Na? Xbox? Komm zu Papa. Ja, guck mal. Oh, jetzt reagiert sie schon. Komm zu Papa. Was hast du denn jetzt? Was passiert? Hast du ein Kommando gegeben? Ja, die Hilfe. Die könntest du gebrauchen, Dirk. Du kennst dich ja nicht so gut aus mit der Konsole. Ja, du ja offenbar sehr gut, wie ich schon feststelle. Eigentlich ja, aber das möchte ich gar nicht. Wort. Ja, nee, gut. So viel dazu. Ist jetzt ein Live-Test auch. Kann man vielleicht einfach auch mal so festhalten. Also, vielleicht mal die Sprachsteuerung, wenn man denn alleine im Raum ist und nicht 10.000 Leute dazwischen reden. Also du kannst zwischen den einzelnen Funktionen per Sprachsteuerung hin und her schalten quasi. Du kannst Xbox sagen, so, hier, geh jetzt bitte zu, wie du es eben meintest, das Amazon. Ja, genau. Wir machen hier keine Schleichwerbung. Und dann brauchst du den Controller nicht mehr in die Hand nehmen, sondern kannst nebenbei zum Beispiel Pizza essen und Bier trinken. Könnte man, richtig, genau. Also das funktioniert eigentlich ganz gut, wie wir jetzt eben gesehen haben, hat es leider nicht ganz so cool funktioniert. Hier sehen wir jetzt gerade für die Zuschauer den Videodienst von Amazon, Instant Video. Ist halt ganz cool, man kann sich echt viele Sachen darüber angucken. Und dann, wenn wir noch weiter durch die Menüs gehen, besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir ein Spiel spielen, dass wir
zum Beispiel den Internet Explorer andocken. Und ja, ich meine, für Männer ist es ein bisschen schwieriger, was Multitasking angeht. Ich weiß nicht, wie ihr da so bewandert seid, ob ihr das gut könnt. Null. Also spielen und im Internet surfen ist wahrscheinlich nicht ganz so easy. Also ich weiß von Dirk, dass das nicht kann. Das weiß ich aus erster Hand. Multitasking ist nicht so. Nee, auf keinen Fall. Stellen wir uns eher ein bisschen an. Ne? Also es wäre theoretisch möglich, wird in der Praxis aber nicht so genutzt, zumindest nicht bei mir. Ja, und die Funktion, die es sonst noch bietet, wir können natürlich einfach mal bei YouTube gucken, was denn unser schöner Channel so macht. Also die App ist ähnlich wie auf dem Smart TV. Ja. Und? Okay. Ja, schleppend. Guck mal, da sind wir schon. Guck mal, was ist denn da? Gleich hart live. Hatten wir da etwa einen Trailer? Gleich hart live. Gleich hart live. Den gucken wir uns jetzt nicht an. Aber hier können wir halt alle, die einen YouTube-Account haben, die ganzen Abos einem anzeigen lassen und die Videos hier rüber gucken. Und ich finde es halt ganz cool gemacht. Ne? Dann muss ich mich nicht am Computer setzen und da die Videos gucken. Mhm. Ja, okay, klar, wenn du schon einmal in der Konsole bist. Obwohl heute ja viele auch die Konsole und die Computer anhaben. Gut, das kann ja oft, heutzutage kann das ja einfach auch der Fernseher schon direkt. Ja. Ne? Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich habe zu Hause, ist ja auch egal, wir haben jedenfalls einen Fernseher einer nicht näher genannten Marke und also der hat auch eine YouTube-App drauf. Ein Smart-TV, das ja. Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel kein Smart-TV. Ich habe da extra auf die Funktion verzichtet, weil ich ja wusste, dass das die Konsole kann. Das ist ganz gruselig. Ja, das ist jetzt ganz gruselig. Hier erkennt die Xbox jetzt, dass ich der tatsächliche Besitzer bin. Nein! Doch! Und, ihr seid, das. Und ihr seid meine Gäste, wenn es nach der Xbox geht, ja? Ich glaube, das geht nach dem Geruch. Ja, der Julian hat sich eben nochmal schön eingenebelt, damit er für euch auch gut riecht da draußen an den Empfangsgeräten. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Ihr würdet das wirklich sehr begrüßen. Ah, das ist wirklich, ne, wir haben ja hier, das sieht der Zuschauer nicht, wir haben ja hier den Fernseher stehen, direkt davor halt das Kinect, das Kinect-Box. Genau. Ne, ist das ist jetzt keine Kamera von uns hier unten, ja. Sondern das ist die Konsole. Das ist die in der Kinect eingebaute Kamera, ne? Genau, und Infrarotsensor gibt es auch, dann sieht das Ganze so aus. Also selbst wenn es jetzt hier stockdunkel wäre, würde sie uns erkennen. Dann wirst du immer noch erkannt. Ja. Ah, sagenhaft. Und nur an deinem Aussehen oder das hätte ich auch irgendwie mit an dem Ja, also der du Stimme wirst, so. Wenn du dich anmeldest, hier guck mal, ihr seht, dass ich den Controller habe und dass ich wirklich die Person bin. Okay, gib dir mal den Controller mal jetzt mal zu Steffen. Nein, das rüber. Ich glaube, das merkt er jetzt nicht. Aber er hat auch noch nicht gerafft, dass Steffen den Controller hat. Ja, das muss ich auch nicht. Er kennt ja mich trotzdem. Er weiß, dass ich Spieler 1 bin. Okay. Das wahrscheinlich werden gleichzeitig meine Fingerabdrücke am Controller genommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Nee, die sind ja eh heute da. Aber überall. Da ist natürlich auch Kritik, ne? Weil man weiß natürlich nicht, inwieweit Microsoft diese Daten nutzen kann. Also deshalb, das ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich mache mir jetzt nicht unbedingt so die Sorgen, weil ich da jetzt nicht so die Angst habe. Sonst ein bisschen mit Drogen dealen, ne? Da kannst du auch nicht direkt so 20 Jahre für den Knast wandern, das kann man mal machen. Ne? Ach, guck mal, ganz witzig hier, der Leuvado, der unseren Chat betreut, hat mal kurz eine kleine Zwischenumfrage gestellt. Habt ihr eine Konsole und dann die aktuellen Next-Gen-Konsolen mit reingepackt oder keine? 66,7% unserer Zuschauer haben tatsächlich keine der Next-Gen-Konsolen. Ja, schade, dann packen wir wieder ein, würde ich sagen. Mich wundert, also, dass doch 5,6% tatsächlich eine Wii U besitzen, die nun echt ein ganz schöner Flop war. Ne? Also ich meine, wir haben zum Glück Marcel nicht oben, der das wieder hart verteidigen würde als Nintendo-Nerd. Es sind ja auch nur die Neuen da drin. Also wahrscheinlich haben, also keine Konsole haben wahrscheinlich tatsächlich nur 10% oder so. Ja. Irgendwer hat wahrscheinlich irgendwo noch eine alte Ja, aber N64 du sagst gerade, die Wii U ist gefloppt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber momentan ist es noch so, dass ich eher sage, ich würde mir die Wii U gerne mal angucken, aufgrund der alten, beziehungsweise jetzt ja mittlerweile neuen Mario-Spiele und was es da halt noch so viel gibt. Ne? Also da sind schon ein paar interessante Titel dabei, die es dann für die Xbox One, PlayStation 4 nicht geben wird. So, also was hatten wir jetzt schon? Wir hatten die Sprachsteuerung, wir haben gesehen, dass da irgendein Hexenwerk drin ist, das uns erkennt. Richtig. Es ist Hexenwerk, Alter. Es ist auf jeden Fall Hexenwerk. Hex! Und genau, wir haben eigentlich viele Apps, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das, wofür man sich die Xbox auf jeden Fall kaufen würde, würde ich sagen. Also ich schon, das war mein Kaufargument, also diese vielen Funktionen, die sie vereint. Deshalb habe ich ja kein Smart-TV. Da habe ich extra darauf verzichtet, weil ich wusste, die Xbox bringt die Funktion mit. Und konnte das Geld da dementsprechend sparen. Und ich gehe einfach mal fest davon aus, dass ja so DVD und Blu-ray alles, das ist ja irgendwie fast schon. Genau. Aber wie wir die App ja eben auch gesehen haben, lässt sich heute ja auch alles über verschiedene Dienste streamen. Momentan gibt es nur Amazon Love-Film, wir machen hier keine Werbung, es gibt momentan noch nichts anderes. Und ich finde es auf jeden Fall sehr cool, sonst hätte ich mir die Konsole nicht angeschafft. Und gleich wollen wir dann dementsprechend noch Plants vs. Zombie Gun. Also ganz kurz, auch was legt man da so hin für so eine. So aktuell momentan, was kostet so eine Konsole? 499 Euro. 499? Puh, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ist aber nicht, ist zum Beispiel. Von einer echt nicht, langen Straße. Ist wirklich nicht umsonst. Das stimmt schon. Aber ist nicht der, damals zum Beispiel die PlayStation 2 irgendwie so bei 800 eingestiegen oder so? Boah, du das ist nicht so mega teuer. Weißt du irgendwer im Chat vielleicht?
was da, ich meine, ich finde das jetzt auch teuer, aber ich hätte jetzt tatsächlich sogar mehr geschätzt. Ich hätte gesagt, unter 500 geht da nichts. Ja, also wenn jemand weiß, in den Chat schreiben oder unten aus der Regie vielleicht eben, oder weißt du es? Nein, ich weiß es auch auswendig. Ich weiß nur, dass die PlayStation 4 halt dementsprechend 100 Euro günstiger war, also sogar 399. Ja, ne? Natürlich weiß das keiner, die haben ja alle nicht, diese Konsole. Ne? Das ist ja, haben wir ja gerade festgestellt. Naja. Ja, so viel zu den Funktionen, würde ich erstmal sagen. Also genau. Oder habt ihr jetzt erst noch spontan irgendwelche Fragen, die ich vielleicht beantworten könnte mit meinem Halbwissen, mit meinem gefährlichen Halbwissen? Schöner Kommentar gerade von Makuzu. 499 Euro, das geht ja. Ab 500 Euro würde ich sie mir nicht kaufen. Ja, aber das ist ja, das ist tatsächlich so. Wenn die 4 vorne noch steht, denkst du ja, ach, die beiden 9 dahinter, was haben die schon zu bedeuten, ne? Da muss ich ja keinen 900 dafür anfangen. Die sind doch geschenkt. Ja. Ach, jetzt haben wir mit dem, ja, habt ihr noch was dazu zu sagen? Ich wollte... Ich würde sonst vorschlagen, wenn ihr noch Fragen habt zu Xbox One, stellt ihr einfach im Chat. Wir spielen ja gleich direkt noch Garden Warfare und können da noch drauf eingehen. Genau. Und wir machen nämlich erstmal weiter im Text. Genau. Und zwar im Entertainment-Bereich, der wie schon angekündigt heute das Thema Karneval hat. Ich habe gerade eben festgestellt, dass ich meinen coolen Move zum Anfang der Moderation vielleicht verpasst hat. Ich wollte eigentlich so starten. So im Ice White Shut Style oder. Herzlich willkommen bei Nerdstar. Naja, gut, ist jetzt. Und niemand verpasst. Hätte dich erkannt. Niemand. Eben. Keiner hätte damit gerechnet, dass es nicht vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht war ich wieder. Zum Beispiel du wieder. Ist ja auch egal. Fakt ist jedenfalls, wir haben einen Jan in Gefahr, kleiner Mann, ganz groß gedreht. Und Jan ist gleich noch bei uns im Gast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Mats. Großartig. Einen schönen guten Tag, liebe Nerdstar-Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Kleiner Mann, ganz groß. Ich stehe hier gerade in Paderborn auf dem Mastmannplatz und hier ist gerade Karneval. Der gute Dirk hat mir eine Liste mit Fragen vorbereitet, die alle nicht freundlich für Karnevalsfans sind, die ich Ihnen aber trotzdem stellen muss. Danke, du Arsch. Ihr könnt sehen, wie gut die Karnevalsfans das aufnehmen werden oder eben auch nicht. Was für ein männliches Kostüm. Damit willst du vermutlich deinen sehr kleinen Penis profilieren, richtig? Natürlich. Das war die beste Antwort, die man kriegen kann. Das ist aber ein aufreizendes Kostüm. Du willst also heute Nacht endlich deine Unschuld verlieren. Nein. Schade. Vielen Dank. Niedlicher Bart. Hast du den von deiner Freundin ausgeliehen? Dieser Bart. Ich bin von Nerdstar und ich habe da hinten so einen Stand gesehen. Da. Und da gibt es einen Preis abzustauben. Du hättest echt gute Chancen. Es gewinnt nämlich das langweiligste und das hässlichste Kostüm. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Oh Gott. Dirk, fick dich, du Dreckiger. Also es geht um eine statistische Befragung. Karneval wird ja ausschließlich von Arbeitslosen, Alkoholikern und Schulabbrechern gefeiert. Zu welcher Gruppe gehören sie? Einen schönen guten Tag, ich habe eine kurze Frage. Sie haben irgendwie gar nicht mal so ein tolles Kostüm. Warum haben Sie sich denn jetzt für Karneval nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben? Hab ich doch. Sie sind ein richtig heißes Bienchen. Sie waren früher bestimmt mal sehr attraktiv. Vermissen Sie das sehr? Das ist ja nett. Hallo, wir sind schon wieder. Ich habe noch mal eine Frage. Das ist aber ein richtig schicker Fummel. Schicker Fummel, aber schon ziemlich nuttig. Wissen deine Eltern davon? Ja, meine Mama fährt da vorne mit. Es tut mir so leid. Sie sind so nett und ich muss ihnen so scheiß Fragen stellen. Verdammt nochmal, fick dich, Dirk. Follow! Hi Steffen, ich bin der Master Chief und ich finde dich richtig scheiße. Bei der Macht von Greatsmart, ich habe einen Traum! Das ist aber ein aufreizendes Kostüm. Ihr wollt also heute Nacht endlich eure Unschuld verlieren?
war die heutige Folge von Kleiner Mann, ganz groß. Ich gehe jetzt noch eine Runde Karneval feiern mit diesen netten Hexen hier. Also es war auf jeden Fall schön. Es war schön. Hallo erstmal, ich bin jetzt da übrigens. Ja! Wir haben den Jan hier bei uns im Studio. Jan, schön, dass du hier bist. Schön, dass du überlebt hast. Ja, jetzt nochmal gerade. Jetzt, wo ich das hier sagen kann. Das ist echt voll der Asi. Das war so scheiße, das zu machen. Vor allem die eine Dame, die war so unglaublich traurig. Es tat mir so in der Seele weh, das zu sagen. Die mit dem... Sie war bestimmt mal sehr attraktiv. Jetzt gib mir doch erstmal eine Cola. Ach so, ja. Haben wir noch eine? Die hast du verdient, muss ich sagen. Die hat ein bisschen verdient. Ich hoffe, die Zuschauer haben sich köstlich amüsiert gerade. Aber Respekt, ich hätte mich das nicht getraut, ey. Ja, es hat auch wirklich ein bisschen Überwindung gekostet. Also kann ich jedem empfehlen. An Karneval sind die Leute besonders gnädig. Danke sehr. Ich habe wieder erwarten, keinen aufs Maul bekommen. Ja, gewundert hätte ich mich nicht, das muss ich echt zugeben. Ja, ein paar Mal war es, glaube ich, kurz davor, aber... Aber du hast auch die weiblichen Teilnehmer gefragt, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen drüber guckt. Ja, wir haben uns natürlich besonders für euch, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, um schöne weibliche Befragte bemüht. Wir haben auch viele Männer befragt, aber die meisten haben irgendwie nicht so lustige Dinge. War nicht so, hat nicht so Lust. Meine Sache verwundert mich. Also wir sind ja hier alle bekanntlich echt keine Karnevalsfans. Oder spreche ich jetzt zu irgendjemandem da, der hier Fan ist? Ich habe gestern entdeckt, ich bin ein absoluter Karnevalsfan. Also aber jetzt, bei der Gelegenheit sage ich nochmal, Hasi, Ballau! So, laut der These, die ich eben gehört habe, ist ja Karneval nur was für Alkis, Schulabbrecher und Arbeitslose. Und das trifft eigentlich auf alle von uns zu. Ja, ne? Das war's. Ja, schade. Also alles drei. Du bist als größter Alkoholiker in der Runde. Wie fühlst du dich denn eigentlich jetzt gerade? Ist das schlimm für dich? Oder? Dass du Karneval heute so verleumden musst? Ja, schon ein bisschen. Ich würde es gerne feiern, aber ich halte mich hier heute zurück. Was kriege ich von euch aufs Maul? Heute hält er sich mal ausnahmsweise zurück, der Julian. Die rheinische Frohnatur muss er sich sehr, glaube ich, auch drum bemühen, dass das gar nicht aus ihm rausplatzt. Total. Die Emotionen quasi, dass er sich jetzt hier nicht so... Ne? Haben wir im Chat denn schon jemanden Meinung? Ja, wir haben gerade zum Beispiel, Sanne schrieb gerade eben, an solchen Aufgaben wächst man. Ja, ich glaube, die Hoffnung ist bei Jan leider. Danke, Sanne. Jetzt musst du mir das auch nochmal reinbringen. Man darf die Hoffnung ja nie aufgeben. Ja, also ich habe auch gehört, man wächst bis 35, also ich hab noch so ein paar Jahre. Dann und ab 37 schrumpft man dann wieder, oder? Ja. Also das war wirklich irgendwie fantastisch. Ich muss auch sagen, also nein, hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Fragen schon zu schreiben. Ja, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, ich würde es nicht stellen wollen. Ich wollte es auch nicht stellen. Es waren ja auch nicht, hast du alle Fragen gemacht? Ja, alle Fragen, tatsächlich. Echt? Also es waren auch teilweise echte Klopper dabei. Ich habe teilweise direkt danach zu den Leuten gesagt, es tut mir so leid, bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so eine Frage stelle, aber das hat es manchmal auch nicht besser gemacht. Aber das ist ja im Prinzip auch der Witz an unserer Aufgabe, dass wir dem ein bisschen was Komplizierteres. Also letztes Mal beim Eishockey, da hast du nicht genug gelitten. Und diesmal konnten wir dir zwar keinen körperlichen Schmerz zufügen. Ja, aber der seelische Schmerz war umso größer. Eben. Und ich hoffe, dass wir da wirklich die ganzen Sadismusbedürfnisse unserer Zuschauer auch angemessen befriedigt haben jetzt mit dieser Aufgabe für den Jan. Wenn du das mit dem Eishockey noch nachholen willst, wir haben den Puck noch hier, also du kannst dich... Ja, los, hau mir ein paar Zähne aus, also dann kann ich nicht mehr dann artikuliere ich mich nicht mehr so deutlich, aber... McMuffin vermutet, dass ich mit dieser Aufgabe bezwecken wollte, dass es Jan heute nicht ins Studio schafft. vermutlich krankheitsbedingt, also beziehungsweise knochenbruchbedingt. Ja, aber ich meine, an Karneval sind ja auch mal viele Sanitäter unterwegs, weil ja die Leute da auch öfter mal ein bisschen tiefer ins Glas schauen. Ja, aber waren die sehr betrunken da? Also ich muss sagen, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Es war gar nicht so viel besoffenes Volk da, wie ich eigentlich erwartet hatte. Also die meisten Leute waren ziemlich nüchtern. Hast du dir auch, dass da was für dich das geht, Einzige, nö. Ich trinke ja sowieso gar nicht, also ganz prinzipiell so. Natürlich trinke ich auch. Cola. Karnevalscola trinke ich natürlich sehr gerne. Kann ich sehr empfehlen. Also Dirk, von Dirk gemacht. Also großartig. Aber ganz unabhängig davon, die Leute waren gar nicht so voll, wie ich dachte. Also es waren so ein paar Leute dabei, die konnten einfach nicht mehr gehen. Die waren schon ziemlich voll. Aber die meisten waren ziemlich nüchtern. Auf so einem Umzug wird ja auch mit auf Wagen gefahren. Da muss man ja nicht gehen. Das ist der Vorteil. Vielleicht sind die Wagen ja auch dafür da, die Leute aufzusammeln, die halt nicht mehr gehen können. Bestimmt. Fährt doch jetzt bestimmt noch mal so einer lang. So ein getarnter Es waren immer so ein paar Sanitäter dabei. Und ein paar Mal wurden auch ein paar Leute weggetragen. Also war auch nicht langweilig. Schön. Also nächstes Mal geht Dirk dahin, habe ich gehört. Nee, das ist ja, wie gesagt, das ist ja nicht unser Format. Also das ist ja auch völliger Quatsch. Da würden wir auch irgendwie, wir müssen ja in unseren Rollen auch bleiben. Ist ja auch schon gut, dass du
Also irgendwer muss ja irgendwo das Opfer auch sein. Mhm. Aber du hast dafür doch ein bisschen recherchiert zu Karneval allgemein, oder? Ja, generell. Und weil ich meine, die Sache ist ja, was wissen wir schon über Karneval? Also wenn man sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dann denkt man so, ja, das ist halt so der Grund neben Schützenfest, dass wirklich alle mal rausgehen und trinken, ohne dass jetzt gesagt wird, oh, du trinkst ja hier, ist ja ganz schlimm. Ne? Also, ja. Mit dem ich nichts mehr zu tun habe. Ne? Ja, also ich meine, ich glaube, zu den Hintergründen von Karneval sagen wir später. Wir wollen das Thema nachher nochmal anschneiden. Ach sagen so. Wir einfach später ein bisschen was. Habe ich vorweggegriffen. Weil jetzt, nein, manchmal. Ist ja auch völlig okay. Ist ja auch völlig okay. Kann man auch mal schon mal sagen, was die Leute erwartet. Dann können sie sich drauf freuen. Oder wegschalten. Oder wegschalten. Na, nochmal um Karneval. Ja, scheiße, ey. Guck, ich dachte, wir nutzen die Chance nochmal so. Einfach nochmal, um so diese Stimmung einzufangen. Wir haben ja nachher noch, wie gesagt, einen Top 5 vorbereitet, wo du auch unterwegs warst. Das war auch sehr schön. War die Stimmung insgesamt, war die gut da? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Paderborn ist jetzt ja nicht so die Karnevalshochburg, will man meinen. Sie versuchen es ja. Es war wirklich erstaunlich viel los. Also ganz ehrlich auch an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lohnt sich. Also wenn ihr morgen noch nichts vorhabt und nicht arbeiten müsst, dann fahrt mal nach Paderborn. Da ging's halt mal deinen Kopf gerade. So schwer geworden. Ja, so schwer geworden. Der Scheitel ist die eine Rede. Ja. Nein, das geht wirklich ab. Es geht wirklich ab. Die Leute waren richtig gut drauf. Es waren richtig viele nette Leute unterwegs. Ich konnte ihnen die beschissensten Fragen stellen und sie waren trotzdem freundlich zu mir. Also wenn das nicht, ja, fass mir mehr in die Haare, bitte, Julian. Ja, also es war gut. Es war wirklich schön. Okay, um das jetzt direkt trotzdem zu unterbinden, was jetzt hier sich anbahnt, rechts auf dem Sofa, kann ich den Julian vielleicht direkt wieder reaktivieren, weil es soll ja jetzt dann doch nochmal um die Xbox auch gehen. Ja. Das ist richtig. Ja, Pflanzen gegen Zombies. Genau, das machen wir jetzt sofort. Wir müssen den Jan irgendwie noch galant verabschieden. Genau, Jan, ich würde sagen, du nimmst jetzt dieses Buch Medienrecht mit. Okay. Das lernst du bis zur nächsten Sendung auswendig. Und wenn du es nicht komplett auswendig kannst, dann wird die nächste Aufgabe umso schlimmer. Okay, alles das klar. Das ist gut. Ich gebe mir Mühe. Nur für euch. Großartig, Jan, mach's gut. Vielen Dank. Reiner, Leute. Mal. Ciao. Ja, hätte man das auch erledigt. Muss keiner von uns mehr lesen. Ja, das Schöne jetzt an der Aktion ist übrigens auch... Wie soll ich jetzt lernen? Normalerweise kann man ja hier in diesem Studio... Man kann ja hier nicht stehen, weil sonst die Kameras hier den Kopf abschneiden. Der Jan, der kann hier ohne Probleme stehend rauslaufen. Das ist wirklich... Also es hat auch einen Vorteil. Er kriegt nochmal so einen kleinen Stinkefinger von hinten jetzt zugewunken. Jan, Grüße. Gut, also, wir spielen jetzt, heute, ihr seht, das geht alles 1-1 über, wie an einem roten Faden. Geschmeidig. Garden Warfare. Pflanzen gegen Zombies. Pflanzen gegen Zombies. Auch in Deutsch, nicht Plants vs. Zombies. Echt, ist es in Deutsch wirklich Pflanzen gegen Zombies? Ja, steht doch auf dem Cover, oder? Steht das hier nicht drauf? Nee. Dachte. Aber ja, hast du gut recherchiert. Ja, auf jeden Fall will ich mich an dieser Stelle jetzt bei Michael Kreff Videospiele bedanken, der uns dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat, wie ihr hier das Cover seht. Und das ist ein kleiner, aber sehr feiner Laden hier in Bielefeld. Und schaut doch da einfach mal vorbei oder schickt ihm einfach eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Der wird sich sicherlich freuen, denn er hat viele Spiele zur Auswahl und die hat er auch immer richtig früh da. Und das auch wirklich zu fairen Konditionen. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir doch jetzt einfach mal. Genau. Ich möchte jetzt einmal vorweg noch sagen, wenn ihr gleich beim Community Gameplay mitmachen wollt, dann addet ihr mich bei Xbox Live, sofern, wir haben eben gehört, leider haben nicht so viele in der Next-Gen-Konsole, aber vielleicht hat ja der eine oder andere das Spiel. Dann addet ihr Jules Lazar. Man kann es vielleicht auch gerade mal einmal einbinden, dass man den Namen einmal sieht, wie er geschrieben wird. Genau. Hier oben links schon. Richtig. Können wir einmal auf die Xbox schalten, liebe Regie? Das ist... Ja. Und oben links seht ihr meinen Spielernamen. Den fügt ihr doch einfach als Freund hinzu. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht eine Runde zusammenspielen können. Genau, und dann könnt ihr die nächsten Wochen den immer nerven, den Julian. Hi, Julian. Genau, ja, Leute hat gerade nochmal in den Chat reingeschrieben. Jules Lazar steht also auch im Chat. Adden bei Xbox. Was, live war das? Ja, richtig. Ich drücke da so nicht aus. Das Schlimm, ist total, ne? Deshalb bist du jetzt auch lieber still dahin. Genau. Ich bin ja. Halt mal die Fresse. Und der so. Steffen, ich spiele das jetzt im Splitscreen-Modus. Ja. Ne? Und was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Ja, also es ist von den Entwicklern PopCap. Das ist ein Spaß-Shooter, ne? So habe ich es gelesen, wird es Titel quasi. Und was direkt am Anfang schon interessant klingt, finde ich, es wurde schon angekündigt, dass da jetzt regelmäßig Updates zukommen sollen, beziehungsweise DLCs, die kostenlos sind. Genau, also der Umfang des Spiels, das muss man sagen, ist noch ziemlich gering. Es gibt nur, ja, 3 Modi und 6 Maps. Es ist nicht so viel, was man vielleicht denkt, was man für 30 bzw. 40 Euro für die Next-Gen-Version erhält. Ja, das ist schon. Es sollen aber Updates kommen, die kostenlos sein sollen. Das ganze Spielprinzip lässt auch darauf schließen eigentlich, dass es ein Pay-to-Win-Titel ist. Ist es aber nicht. Man kann mit echtem Geld nichts in dem Spiel kaufen.
Es gibt Booster-Packs, die lassen sich aber nur durch im Spiel erspielte Münzen erwerben. Also man kann mit echtem Geld im Spiel nichts kaufen, aber man könnte zum Beispiel ein Spiel reinschmeißen oder so. Was man, ja. Also wir haben hier die vier Klassen. Die Erbsenkanone, sagst du schon, ist quasi wie die normale Infanterie, kann man sagen. Ne? Korrekt, die, genau. Die kann so eine Art Granate werfen und halt normal schießen. Der Schnapper ist quasi so die Nahkampfeinheit, wie so ein Axtkämpfer. Ne? Der hat so eine Reichweite wie Jan. Ne? So muss wirklich schon direkt vorstehen und hochspringen. Genau. Immer wieder drauf. Die Sonnenblume ist ein Heiler, also der Sanitäter quasi. Und die Kaktee, wurde mir vorhin schon erklärt, ist der Scharfschütze. Die hat doch schon so diesen Move da, ne? So, korrekt. The Move Like Jagger. Nein, das ist was anderes. Ich werde die Erbsenkanone nehmen. Du nimmst die Erbsenkanone. Mhm. Dann, ja, was mache ich denn dann? Ich bin der Scharfschütze. So, alles klar. Dann laufen wir mal. Wir müssen nämlich jetzt erstmal unseren Garten bauen. Das ist jetzt ähnlich wie in dem ursprünglichen Spiel Plants vs. Zombies. Genau, was ja Tower Defense war größtenteils. Und gar nicht was größtenteils, es war Tower Defense. Es war ein Tower Defense Spiel und gab es auch zuerst als App. Ja. Ebenfalls vom PopCap. So. Die ich übrigens, das war irgendwie auch mal meine, also ich habe dieses Spiel fast komplett durchgespielt auf dem iPhone. Also im Sinne von wirklich fast komplett. Es fehlen mir zwei so Auszeichnungen. Einmal die alle Pflanzen in seinem Minigarten irgendwie sammeln und die drei Diamanten in der Lotterie. Was wir hier gerade tun, um vielleicht mal kurz zu erzählen, genau. Wir platzieren hier quasi unsere Tower. Helferlein. Ja, Tower in dem Sinne. Das ist jetzt wieder ein bisschen angelehnt an Tower Defense. Also wir müssen jetzt unseren Garten quasi verteidigen und haben jetzt uns Helferchen gebaut. Sogenannte Towers. Also hier ist dann wieder so ein bisschen das Spielprinzip der App aufgegriffen. Ja. So, und jetzt kommen die Zombies. Der Julian Welle ist 1. oben, ich bin unten. Aber wer aufgepasst hat, hat ja auch gesehen, wer welchen Charakter spielt. Genau. Genau, der wird schon angezeigt. Da hinten kommen die Zombies. So, haben wir die Dattelkuh gestellt? Oh nee, wir haben die Dattelkuh nicht gestellt. Hier, Dirk, ich übertrage dir die wichtige und schwere Aufgabe. Da kommt schon der Erste. Wie viele Minuten hat der denn noch? Ich habe das noch nie gemacht. Aufregend. Das ist eine Eieruhr. Willst du wohl Eier? Du kannst mal so auf ich mach jetzt noch so sechs Minuten stellen. Genau, das ist ganz gut. Ah, Hilfe, ich brauche Hilfe. Ah, danke. Guck mal, hier schreibt jetzt zum Beispiel gerade McMuffix, dass EA gesagt hätte, sie würden noch Mikrotransaktionen hinzufügen wollen. Da geht es also wahrscheinlich dann tatsächlich um dieses Pay-to-Win-Ding, oder nicht? Ja, wobei ich da andere Informationen habe. EA hat eigentlich gesagt, dass sie das eben nicht wollen. Es wird auch widersprochen gerade schon wieder. Genau. Jetzt geht's hier gleich los im Chat. Okay, ja, also zuerst. Ja, also ich vermute auch, dass es kommen könnte, weil wie gesagt, diese Booster-Packs und so, das erinnert alles sehr stark an das schon von EA oft genutzte Verfahren, irgendwie ja Geld noch neben den ursprünglichen Verkaufspreis zu erzielen. Ja, aber sie verneinen es zurzeit noch. Aber das System lässt darauf schließen, dass es kommt. Was würdest du sagen? Ja, es ist ja auch immer, ne, manchmal überschneiden sich auch die Meldungen oder kommen so schnell hintereinander, dass man gar nicht mehr weiß, okay, was ist denn jetzt Sache, ne? Da kann ich zum Beispiel nämlich, es gab ja einen Nachfolger, Plants vs. Zombies 2, auch für die mobilen Geräte. Und der stand extrem heftig in der Kritik, weil man eben quasi nur gewinnen konnte, indem man sich Sachen gekauft hat von externen. Ja, wie ist das? Kann ich jetzt keine Dinger mehr bauen? Haben wir alle aufgebaut? Ja, dafür müssten wir jetzt Booster-Packs kaufen. Oha, also müssen wir alle kaufen mit Ingame-Währung quasi. Mit der Ingame-Währung, die wir auch, wenn wir das hier zu Ende spielen, erhalten dann wieder. Dann bekommen wir wieder ein bisschen Geld. Und dann können wir die dementsprechend kaufen. Vielleicht können wir das gleich noch zeigen oder dann im zweiten Teil, bevor wir den zweiten Teil spielen, weil wir müssen auf jeden Fall... Boah, Zombie! Oh, hier kommt noch einer. Scheiße, Alter. Sie ist schon... ungewohnte Steuerung, auch wenn es ja quasi normale Shooter-Steuerung ist. Ja, die laufen also auch sehr schnell, ne? Ja, mit dem linken Trigger visiere ich an. Und mit dem rechten schieße ich dann. Aber sonst erinnert es halt auch von der Steuerung her an einen richtigen normalen Shooter, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich war ja damals ganz großer Halo-Fan. Vergiss deine Erbsen nicht, die du werfen kannst, die dann explodieren. Die gibt es dann, wie ihr seht, unten rechts im Bildschirm gibt es Sonderattacken. Da hat jede Klasse klassenspezifische Eigenschaften, die sie nutzen können. Ich glaube, mit denen warte ich lieber, bis gleich die dickeren Kaliber. Ja, das wäre auch eine Option. Weil es gibt nicht nur diese Mini-Zombies hier, die eigentlich relativ leicht platt zu machen sind. Nee, da kommen auch bei Zeiten nochmal echt fiese Gesellschaften vorbei. Ja, das war glaube ich ein Blindgänger hier. Die Tadelkuh hat gerade so einen kleinen Schluck aufgemacht. Passiert. Wer hat das denn hier verbombt? Ja, das war gerade bestimmt ein Zombie. Ja, dazu sei gesagt, wir können in diesem Modi leider nicht die Zombies spielen. Ich glaube, einer hat die Dattelkuh kaputt gemacht. Die klingt immer zwischendurch. Liebe Regie. Hat da wieder einer mit gespielt, als wir nicht da waren? Wirklich, die hat immer so kleine so. Ja. Schluck auf hat die. Fängt es an zu muhen. Ja, ja.
Also wir haben jetzt hier das Koop-Spiel. Wie gesagt, wir verteidigen einfach nur die Zombies. Welche sind die anderen Modi, wenn du die vielleicht schon mal auch erklären willst? Das eine ist das klassische Deathmatch. Wer am meisten Kills hat, gewinnt. Beziehungsweise hier kannst du mit dem Heiler denjenigen auch wiederbeleben. Das gibt auch einen Punkt. Also da ist es so, wer halt zuerst 50 Punkte hat, der hat gewonnen. Way. Und, wow, da kommt der Dicke. Ich versuch mal, meine Granate zu werfen. Oh, ja, jetzt wird's kritisch. Komm. Peng. Yo. Alter, eine richtig dicke Bombe in der Hand. Oh, der darf bloß nicht an unsere Basis kommen. Ich glaube, dann ist es vorbei. No! Haben sie es geschafft? Nein, ich glaube, er hat fehlgeschlagen. Tot. Wo bist du denn? Ich hab ihn mit in den Tod gerissen. Wo bist du denn? Ich muss dich wiederbeleben. Ich lieg neben der Basis irgendwo. Nee, ihr seid ja Profis, ey. Vor der Basis. Du, das habe ich nie gesagt. Ich auch nicht. Wo? Ich sehe dich nicht. Ah, jetzt bist du wiederbelebt. Ich weiß nicht, warum. Naldo, wer übt, kann nichts. Guck dir doch diesen kleinen Bildschirm an, den wir haben. Wir sehen einfach nichts. Das ist das Problem. Nein, wer übt, kann nichts. Und unfassbar. Ja, was können wir da noch zu sagen? Das Spiel basiert auf der bekannten Frostbite 3 Engine. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was hier was sagt. Und ich finde halt, dass die Charaktere echt liebevoll umgesetzt sind. Ich war anfangs sehr skeptisch, als es hieß, komm, wir testen mal das Spiel. Weil ich dachte, das ist das nicht eher was für Kinder oder so? Aber ich weiß nicht, Steffen, du spielst es jetzt auch mit zum ersten Mal. Wie findest du das denn? Also ich finde, es macht durchaus Spaß. Ja, doch, auf jeden Fall. Es ist halt, es erinnert mehr so ein bisschen an so ein Arcade-Game, ne? Also von der Aufmachung her, jetzt nichts, was da durchdacht ist wie der übelste Shooter, Multiplayer-Shooter. Ich meine, ich habe bisher auch nur den Modus gespielt, ich weiß nicht, wie die anderen Modi sind, aber ich meine, so zum mit dem Kumpel zusammen zocken, ein bisschen Zeit verdammeln, ist ganz nett. Und genau das finde ich eben auch. Nur der Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt zurzeit leider eben noch nicht. Ja. Meiner Meinung nach, also der Umfang ist halt doch zu gering. Haben wir irgendwo eine Heilpflanze? Nee, ne? Leider nicht. Wir haben auch keine Helferchenpflanzen mehr, die haben die Zombies alle zerstört. Mann, wir müssen das blöde Zombies, ey. Gleich das Booster-Pack kaufen. Ich weiß nicht, wollen wir das einfach darauf anlegen und uns jetzt mal die Basis kaputt schießen lassen und dann Booster-Packs besorgen? Ja, das können wir natürlich tun. Das heißt, ich soll mich jetzt untätig hier hinstellen. Aber können die eigentlich auch rushen? Nee, leider nicht. Schnell laufen gibt's hier. Aber ich meine, in Richtung der Zombie-Basis. Ich kann kein Russisch. Laufen. Nee, ich kann kein Russisch. Nee, es gibt keine Zombie-Basis. Wir müssen einfach nur unseren Standpunkt verteidigen. Okay. Aber das ist doch bei dem ursprünglichen Spiel auch nicht anders. Du verteidigst doch nur deine Basis, oder nicht? In der App, wenn es um Tower-Defense geht. Nein, sicher. Ja, aber ich meine, könnt ihr einfach irgendwann nicht mehr weiterlaufen quasi, ja? Genau. Okay, gut. Hilf. Hilf. Wow. Oh, ich sehe schon wieder das Video. Sie wird gleich klingeln. Kann ich euch verraten. Sie wird gleich klingeln. No. Macht euch schon mal bereit. Sie wird gleich klingeln. Ich habe auch nur noch 3 Leben. So, ich habe irgendwas geschafft. Konnte es nicht lesen, der Bildschirm ist. Boah, ich habe nur noch 3 Leben. 12, 3 Leben. 15, 16, 17, 18, 25. Ja, dann stehst du an der Heilpflanze. Bleib da stehen. Da ist eine Heilpflanze. Ach, die Kleinen hier heilen auch. Ja. Ach, crazy. Sagt das doch einer. Hätte es klingeln sollen? Die Tattelkuh ist jetzt bei 0. Es ja, geht auch nicht weiter und sie klingelt nicht mehr. Sie ist kaputt. Also. Irgendwer hat uns die Dattelkuh kaputt gemacht. Hier, Regie. Wir finden euch. Gut. Ja, das ist ja, dann würde ich sagen, den Modus haben wir vorgestellt und gleich zocken wir dann mit der Community. Ja, genau. Edit Jules Lazar. Und wir kaufen ja noch ein paar Packs, dass wir mal ein bisschen mehr Aktion hier bringen können. Das machen wir jetzt gleich. Das war jetzt am Ende hin etwas spärlich. Aber zuerst, liebe Regie, wählt doch einmal den Buddy an in Hamburg, dass wir mit dem kommunizieren können. Richtig. Um über die Oscars zu sprechen. Jawohl. Die ja vor der Haustür stehen. Ne? Die stehen vor der Haustür, sammeln sich und gleich macht's Ping-Pong und dann sind sie da. Hallo. Ich habe heute auch vor, sie zu gucken. Heute Nacht. Ja? Die Nacht ist quasi komplett dafür eingeplant. Die ist komplett, wir hören es schon so ein bisschen raus. Hallo? 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 Hallo, hallo, hallo. Irgendwas hören wir. Seht ihr uns? Nee, wir sehen euch nicht. Aber wir hören euch. Jetzt seht ihr uns. Ach so, vielleicht. Jetzt hört ihr uns, oder? Ja, jetzt hört ihr uns. Hört ihr uns? Hallo. Ihr seht uns nicht. Wir sehen euch. Wir sehen euch. Hört ihr uns? Hallo. Wir hören euch. Schön. Guten Tag nach Hamburg. Euch. Mensch, wenn nichts klappt, dann klappt wenigstens das. Wir hören euch mal noch. Wie viele sind denn das jetzt da auf einmal? Wir hören euch auch nicht. Moin. Ja. Hi. Ja, also. Verzögerung. Um vielleicht einmal erstmal. Guten Tag nach Lass mal kurz. Warum sind die jetzt überhaupt wir da? Wir müssen Ja, sagt ihr doch mal ganz kurz. Warum seid ihr überhaupt da? Sag doch mal was. Das funktioniert ja gut. Die haben sich doch einen gesoffen. Also, wir fangen jetzt einfach an.
Stellt euch doch einmal kurz vor, weil ich glaube, bisher kennt der Zuschauer nur den Buddy in der Mitte, um zu wissen, wer noch dabei ist. Warte! Okay, wir haben eine Minute Verzögerung. Ich rede jetzt einfach mal. Hallo, ich bin Buddy aus Hamburg. Ich bin Daniel aus Lübeck. Daniel aus Lübeck. Und ich habe mir heute mal den Nico dazu geholt. Der Erzfeind. Ah, hallo Nico. Guck mal. Ich gebe euch Zeit zum Antworten. Das ist ja richtig gemein, Sie können uns jetzt nicht hören. Ja, genau, ihr habt sehr viel Verzögerung. Also ihr habt den Erzfeind abgezogen. Pass auf, das wird Konsequenzen haben, nicht, dass du auch in die Erzfeindliga rutscht. Sprich einfach weiter. Ja, stell dir direkt eine Frage. Und die Frage zuerst zu den Oscars. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Ich bin sowieso schon dabei. Ein Oscar ist sowieso dabei. Ja, nee, er war jetzt erst bei den Erzfeind, glaube ich. Es kommt. Am meisten in den... Ja, jetzt kommt hier was. Okay, am meisten in den Oscars. Ich freue mich natürlich auf das ganze Prozedere. Dieses ganze Drumherum, das Over-the-Top, ne, am roten Teppich. Ja, und ich finde es extrem spannend. Ich drücke 12 Years a Slave die Daumen in fast allen Kategorien. Und ich weiß, dass der Buddy einen anderen großen Freund hat. Für mich werden einfach alle Oscars an Gravity gehen, das ist für mich eindeutig klar. Auch in denen, wo es nicht nominiert ist, das kriegen trotzdem alle Gravity, das heißt letzten Endes alle Kategorien. Völlig überzogen, natürlich. Ellen DeGeneres wird alle Oscars einheimsen. Ellen DeGeneres, meinst du? Charismatisch ohne Ende und ich glaube, unantastbar in Amerika wie bei uns. Ja, ungefähr. Ja, also da freue ich mich tierisch drauf, ja. Auf jeden Fall. Das ist gerade der totale Mindfuck, dass wir uns selber noch eine Minute verspätet hören. Lass das jetzt zu Ende laufen. Gut, also, vielleicht stellt ihr nochmal den netten Herrn. Vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst, weil das gerade so gesagt, bisschen, doch, er hat es gesagt. Er hat es gesagt, glaube ich. Dann bin ich einfach nur wirklich unaufmerksam. Ja, wie so ist. Ja, vielleicht noch weitere Fragen. Es sind ja jetzt noch ein paar Stunden Zeit, bis die Oscars kommen. Ihr habt gerade schon so eure Favoriten abgegeben, wer die Oscars bekommen könnte. Was sollten die Leute möglicherweise heute Abend noch schnell im Kino gucken, weil der Film eine gute Chance hat, den Oscar tatsächlich auch zu bekommen? So, ich stelle mal die Dattelkuh, bis es dann ankommt. haben wir Pausenmusik vielleicht? So. American Hustle. American Hustle läuft noch. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Falls Janice Weisskamp noch läuft, bietet sich der auch an. Ja, 12 Years a Slave wird auch noch holen. Was läuft noch? Was kann man noch sehen? Den Lübeck vielleicht tatsächlich nach der Wolf of Wall Street. Und vielleicht findet ihr noch irgendein kleines Programmkino, in dem ihr Blue Jasmine sehen könnt, der auf jeden Fall auch sehenswert ist. Mhm. Unbedingt. Wie heißt das? Phänomena? Und auf nicht ganz legalem Wege kann man auf YouTube Ernest und Celestine gucken. Das machen wir gleich. Ein grandioser französischer Animationsfilm über einen Bär und eine Maus. Jetzt höre ich mich gerade selber sagen, dass ich gerade nicht legal gesagt habe. Vergesst es, das ist natürlich komplett legal. ansonsten freuen wir uns natürlich auf die rote Teppichshow von dem Oscar. Das ist ein gutes Stichwort, rote Teppichshow. Red einfach mal weiter, komm mal erst. Wer wird heute die schönste Figur abgeben können? Auf dem Teppich. Und ihr könnt euch auch was freuen, und zwar könnt ihr auf der Facebook-Seite von Nerdstar euren Tipp abgeben. euren Tipp abgeben, welcher Film denn den Oscar für den besten Film erhält. Und ihr könnt einen Kinogutschein und einen Film von Jacquard gewinnen. Habe ich die richtig ausgesprochen? Die heißen Jacquard nicht, wie Marci das gerne gesagt hat. Ich werde sie auch nicht falsch sagen. Nein, sie heißen tatsächlich Jacquard. Ja, Jacquard, ihr Troll. Jacquard, mein Gott. Bis 2 Uhr habt ihr noch Chance, auf der Facebook-Seite abzustimmen, welcher Film eurer Meinung denn den Preis für den besten Film mitnimmt. Wir werden das hoffentlich noch heute Nacht aus und mal sehen, wer dann der glückliche oder die glückliche Gewinnerin ist. Und jetzt gebe ich euch wieder Zeit zum Antworten. Ja, ich frage es einmal nochmal ganz kurz. Ihr hattet es angesprochen, der rote Teppich, großes Ding auch vorher. Ich glaube, fast eine Stunde oder so wird vom roten Teppich erstmal übertragen. Wer wird da die schönste Figur abgeben? Freut ihr euch auf eine junge Dame oder vielleicht einen jungen Herrn am meisten?
Und vielleicht direkt zwei Fragen, dass wir ein bisschen das Delay ausnutzen. Welchen Film schreibt ihr die meiste Chance für den besten Film zu und so bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin? Wen würdet ihr da vorne sehen? Jennifer Lawrence. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Jennifer Lawrence ganz weit vorne ist. Zumal sie im Gespräch ist, eine eigene Salami auf den Markt zu bringen. Es gibt eine Firma, die Überlegung anstellt, aus Gewebeproben von prominenten Fleischwaren herzustellen. Das ist wohl extrem ökonomisch. Und jeder kann sich dann zum Frühstück irgendwie Jennifer Lawrence Salami aufs Brot schmieren. Oder Kanye Wurst. Ich bin nicht verstanden. Ich auch nicht. Kanye West, Kanye Wurst. Achso, Leute. Ja, der war jetzt auch nicht so witzig. Sache mit der Wurst. Also das Wurst aus Celebrities? Egal. Ja. Das überspringen wir jetzt einfach. Nochmal die Frage halt, welchem Film schreibt ihr die beste Chance zu, bester Film zu werden? Und danke, Julian. Die verschiedenen... bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Genau, die verschiedenen Kategorien. Eure Tipps. Ich mach das mal kurz. Ja, mach mal. Bester Film, meine Hoffnung, Gravity, meine Befürchtung, 12 Years a Slave. Mhm. Bester Schauspieler, Matthew McConaughey, der finde ich hat es mal verdient. Beste Schauspielerin, meine Hoffnung, Sandra Bullock. Mein Tipp allerdings auf Kate Blanchett. Mhm. Und bei den Nebenrollen. Bin ich Jennifer Lawrence. Ja, Jennifer Lawrence, die. Und ihre Wurst. Also, ich hoffe persönlich noch, ich hoffe ja auf 12 Years a Slave. Ich hoffe auch, dass Fassbender für den besten Nebendarsteller bekommt. Du hoffst ja auf diesen. Ich hoffe auf den Taxifahrer, ja. Genau, richtig. Und ansonsten, Lawrence Steele, also Verteidigung, das wäre schon ganz cool. Also, ich bin mir ansonsten relativ unsicher. Was? Nee, Gravity, bester Film. Gravity, bester Film. Ja, Gravity, das ist sehr. Gut, erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Das kommt jetzt eher ein bisschen später an, aber vielleicht noch ein paar letzte Worte von eurer Seite, bevor wir weitermachen. Dieses gespannte Warten, ne? Das ist total geil. Ja, wie sie gucken alle. Und dann sich immer freuen, wenn was kommt. Es wird ein Fest. Es ist so abstrus, immer euch in dieser Verzögerung zu hören. Und zu sehen. Ich komme mir gerade total dämlich vor, aber es ist voll witzig. Keine Angst, du siehst doch total dämlich aus. Ich will immer das Ding aus meinem Gesicht. Also wir werden heute auf jeden Fall noch eine ganze Menge Spaß haben. Wir auch nicht. Ich werde Karneval feiern, eben natürlich im Filmkostüm. Also von daher, ich bin der einzige Karneval. Begeisterte wahrscheinlich im ganzen Team. Gibt da immer Suppe, es gibt auch Suppe. Das ist für dich interessant als Karneval, aber das ist jedem selbst überlassen. Und du? Ich freue mich auf Suppe und Karneval. Ach, guck mal. Nein, ja. Kein Karneval für mich. Achso, kein Karneval. Kein Karneval für mich. Wir würgen euch jetzt einfach langsam schon mal ab. Genau. Wir würgen euch jetzt einfach langsam ab, auch wenn ihr schon nicht hört. Auf Sofa flitzen. Wenn sie mich nicht hören. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Genau, vielleicht mal ein bisschen vorschlafen. Ein bisschen vorgucken. Gut, dann viel Spaß auf jeden Fall und... Viel Spaß, macht es gut da hinten. Ihr hättet euch einfach den Fernseher angucken können, den Stream. Dann hätten, wenn sie einfach den Stream gucken würden, dann hätten sie uns ohne Verzögerung. Aber na gut, macht ja nichts. Kann man machen nichts? Hätte ich nicht von euch erwartet, dass ihr das daran denkt. Macht's gut, tschüss. Ah, ich finde für den ersten Versuch hat das gut geklappt. War okay, nein. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, ich meine, guck die Trolls mal an da. Stimmt's. Ich meine, bis nach Hamburg braucht eine Leitung ja auch so ein bisschen. Ne? Das ist ja hier so, ne, du musst ja erstmal die Brieftaube losschicken, ne, dass sie da die Nachricht rüberbringt. Anders funktioniert das Internet ja noch nicht. Eben. So sieht es nämlich aus. Ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer, was die Oscars angeht irgendwie. Wie gesagt, ich gucke es mir auf jeden Fall heute an. Von euch einer? Julian? Nee, ich habe morgen Uni. Also ich gucke erst rein, aber ich werde es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Uni. Ja, aber die Highlights sehe ich morgen direkt bei Punkt 6 oder so, was ich dann gucke. Auch noch RTL gucken. Also... Naja, okay. Ich hab doch eben festgestellt, wir sind arbeitslos, Alkoholiker, also machen wir ein anderes. Ja, wollt ihr weiter spielen? Wir spielen jetzt weiter, das macht so Bock. Diesmal spiele ich mal direkt, stelle ich direkt die Daddelkuh in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch wieder sich auskrönt. Warte, ich mach mal. Tatsächlich hat doch, anscheinend. So geht's so. Ja. Vielleicht hab ich was falsch gemacht. Genau, ich wollte sagen, vielleicht hast du einfach nicht die Skills, eine Kuh aufzudrehen. Tatsächlich hat Makusu schreibt gerade, denn das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, natürlich. Also alles andere wäre gelogen. Wunderschön. Liebe Leute. Lieber Julian. Tatsächlich hat keiner von unseren Zuschauern heute eine Xbox One. Das ist sehr schade.
wir können jetzt somit leider... Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie wohl gerne, aber 500 Euro habe ich auch nicht über. Ich werde bei Nerdstar ja nicht bezahlt. Und da ich nicht die Wohlfahrt bin, kann ich dir da leider auch nicht aushelfen, lieber Steffen. Ja, du wirst nicht bezahlt. Es wird nach Leistung bezahlt. Ich krieg nicht Geld. Was machen wir denn jetzt? Wir zahlen jetzt den Multiplayer-Modus, ne? Ich ja, zahle drauf. Ich muss mich sogar einkaufen, damit ich hier vorbeikommen kann. Deshalb habe ich ja die Xbox mitgebracht. ich würde sagen, wir machen jetzt kein Splitscreen nochmal, sondern Ich würde schon sagen, wir machen einen anderen Level. Also wie gesagt, wir haben den Splitscreen, wir haben den Multiplayer, der dann online verläuft, also mit Brieftaube. Korrekt. Und was war das dritte noch? Du meinst, es gibt drei Modi? Ja, den dritten muss ich jetzt gerade passen. Ach so, ja, dann... Weiß ich jetzt nicht. Also es gibt da noch sowas wie, dass du Punkte verteidigen musst, ne? Und einnehmen musst. Und wer dann am meisten Punkte nachher hat, der gewinnt dann das Spiel. Schmandiger schreibt gerade, wer Xbox spielt, isst auch kleine Kinder. Ja, schmecken ja auch. Das ist jetzt Interpretationssache, ne? Ja, weiß ich nicht. Also kleine Rinder mag ich gerne. Kalb? Jan habe ich ja nicht gegessen eben. Eben. Von daher, das kann nicht stimmen, ne? Gut beherrscht. Wen nehmen wir denn? Guck mal, wir sind jetzt bei den Zombies. Das freut dich bestimmt. Ja geil. Ich wollte die ganze Zeit schon Zombies spielen. Nee, du kannst jetzt nicht mitspielen. Willst du spielen? Was? Das geht nicht zu zweit. Ja, dann warte mal. Aber ich möchte aussuchen. Ja, such du aus. Was kannst du denn sagen? Fußsoldat ist klar. Ingenieur? Was kann der so? Der schießt auch mehr außer Distanz. Okay, der Wissenschaftler. Der hat Shotgun. Na, Alter, nimm den Wissenschaftler. Alles andere wäre sinnlos. Ja, Shotgun, das heißt, der da vorne sitzen oder was? Richtig. Oh, aber das ist auch krass, so ein Wissenschaftler in erster Linie, ne? Also, was in erster Linie an der Front? So. Also, du spielst jetzt direkt online auf einem x-beliebigen Server, der wird dir zugewiesen wahrscheinlich. Genau. Und dein Ziel ist es, alle abzuschießen oder nur die Pflanzen? Nur die Pflanzen. Oh, da war schon wieder so eine Bohne, die explodiert. Du spielst also im Team. Richtig, da ist wieder eine Pflanze. Das hat mich jetzt rausgebracht, mein eigener Witz. Ja, der war auch einfach... Der war auch einfach schlecht, ne? Ja, ich drück einfach nochmal. Und wir haben halt hier diese Bonusfähigkeiten der Wissenschaftler. Hier, guck mal, da hat sich gerade einer hochgeschossen. Das kann der Fußsoldat bei den Zombies. Ja. Das ist ja geil. Geht das denn jetzt auf Zeit? Ah, jetzt hat mich einer erwischt. Auf Zeit und wer die meisten Kills macht? Oder ist das irgendwie Capture the Flag oder Schlag mich tot, was es alles für Spielmodi gibt? Das ist jetzt dieses typische Team-Deathmatch. Ah, okay. Das, was wir jetzt spielen. Hier, jetzt? Der Lars schreibt, er hätte dich irgendwie schon geedit und du müsstest bei Freunde und Follower nochmal gucken oder so. Oh. Ja. Und jetzt ist er ganz traurig, weil er nicht mehr spielen kann. Oh, Lars, es tut mir leid. Können wir das noch machen? Ich wollte gerade sagen, können wir das noch schnell machen? Drei Leute warten da. Und die drei Leute? Ja. Wieso? Aber wann haben die mich hinzugefügt? Ich habe jetzt keine Nachricht bekommen. Weiß ich nicht. Guck doch mal nochmal da bei... Böse Xbox! Freunde/Follower. Hier, ist ja nicht so, deswegen sind wir ja live, damit ihr uns das jetzt sagen könnt. Da sieht man es mal wieder. Macht schon Sinn. Wie heißen die denn? Das müsste ich jetzt ja wissen. Vor einer Minute hinzugefügt. Der wird es doch bestimmt sein. Falco? Stimmt. Nimm doch einfach alle zu da. Hier, Larscore und. Warte, wo steht da? Da vor zwei hier Stunden links, hinzugefügt. Vor zwei Stunden und vor ein paar Minuten. Zur Party einladen. Ach ja, stimmt. Das startet jetzt gleich. Nachdem wir euch ja eben die Frage gestellt haben im Hitbox-Chat. Ob ihr so eine Konsole besitzt, ne, oder was ihr dazu sagt und schlag mich tot, könnt ihr jetzt gleich abstimmen die Top 5 eurer Karnevalslieder. Das wird immer nämlich nicht über Facebook... Nervigste. Das ist immer sehr wichtig dazu zu sagen. Natürlich, ja, sonst wäre die ganze Abstimmung ja total Gibt Murks. Es noch wen da, der sich meldet? Guck mal bitte. Ich hab den Welche hast du von den obersten drei jetzt genommen? Ich weiß hier auf jeden Fall, Larscore ist auf jeden Fall hier auch im Chat noch. Und ich denke mal, der andere Herr wird dazugehören. Ja, also wie gesagt, die nervigsten Karnevalslieder im Hitbox-Chat diesmal und nicht über Facebook, weil ich meine, dann braucht man nicht mal eben noch vorbeigucken. Ja. So, da haben wir jetzt noch ein paar. Die obersten drei, genau, die drei sollten das sein. Genau. Ja, da müssen wir mal gerade gucken, wie wir da jetzt weiter fortfahren. Guck mal, jetzt können sie auch dazukommen. Das ist ja großartig. Oh, ich lese gerade, was der Julian im Voraus hier an Infos mir zugesandt hat. Ich habe mich natürlich vorbereitet und habe es jetzt hier liegen, dass ich es jetzt lesen kann. Sound, sehr süße Musik, welche die Atmosphäre des Spiels sehr gut unterstützt. Was würdest du denn sagen, bringt dieses Attribut süß mit sich? Ja, es passt halt zum Gesamtbild. Das ist, also ich will nicht sagen, es ist ein Kinderspiel, das ist es ja nicht. Aber ich habe es süß formuliert, hast du recht. Einfach, weil dieses Spiel mit seiner Optik insgesamt deine Party, ja. Entschuldigung, müsst ihr jetzt gerade hier Serverbeitritt machen. Schöner Kommentar gerade von Chani1993, ich bin verwirrt. Zur Party einladen? Was für eine Party? Um das vielleicht kurz klarzustellen, es geht da um so eine Xbox gemeinsam spielen Aktion. Das nennt man Party. Genau, korrekt. Hä? Ich muss die Leute gerade zu einer Party einladen. Früher war das bei Party immer so, da kamen Leute zu einem nach Hause und jetzt
wird eine Brieftaube geschickt und dann treffen sich die vier Brieftauben und die Brieftauben feiern tatsächlich die Party. Okay. Macht ja auch, macht ja, ja, ne? Herz für Tiere und so. Läuft's? Ja, jetzt müssen wir nur noch gerade das Spiel starten. Das finde ich sehr gut mit der Community unterwegs. Ja, unser Community Gameplay, die Zeit läuft ja auch dann langsam ab, macht aber nichts, weil der Julian wird einfach gleich noch weiter mit euch weiterzocken. Und genau. Generell einfach jetzt sowieso schon auch. Ne? So, da sind wir so, dabei. So, da sind wir wieder dabei. Hey, erledigt 50 Zombies. Zeit zum Durchdrehen. Zeit zum Durchdrehen. So, diesmal bist du wieder eine gefährliche Kaktee. Genau. Schießt du eigentlich wieder einen eigenen Stachel? Wahrscheinlich, ne? Korrekt. Jetzt versucht mich wer wieder zu beleben. Ja. Aber es ist, glaube ich, keiner näher, der das machen möchte. Doch, da ist eine Pflanze. Macht, ja, sie belebt mich wieder. Und das gibt dann eben auch Punkte, nicht wie beim typischen Deathmatch, dass nur die Killspunkte gehen, sondern auch das Wiederbeleben. Das war jetzt der Sirix, wenn ich es richtig gelesen habe. Vielen Dank an dieser Stelle an Sirix, auch wenn du nicht zuschaust. Du bist ein wahrer Held, dass du es auf dich genommen hast, in den Gefahren des Krieges deinen gefallenen Kameraden wieder zu beleben. Ich finde, es ist eine Ehrentat. So, und ich kann Kartoffelbomben jetzt legen, das mache ich mal. Wenn da einer rüberläuft, dann macht's Bumm. Geil. Oh, Junge. Aber ich muss sagen, klar, Kartoffel und Kaktus sind beides Pflanzen, aber dass so ein Kaktus eine Kartoffel dabei hat, kommt mir doch eher spanisch vor. Guck mal, der Falco ist sogar im gegnerischen Team. Ja. Also die Teamzuweisung demnach ist auch zufällig. Auch, genau. Auch wenn man als Party reingeht, heißt es nicht automatisch, dass ich jetzt im gleichen Spiel lande, sondern du weißt nur, okay, wir landen auf dem gleichen Server. So ist es momentan leider noch. Wir könnten hier bei dem Spiel leider keinen privaten Server machen, beziehungsweise einfach ein Spiel mit Freunden machen. Das geht leider nicht. Das ist ein bisschen schade, sonst hätten wir das jetzt auch machen können. Dann wären wir zwar nur vier Leute gewesen, aber es hätte auch funktioniert. So sind wir jetzt auf einem Public-Server, das ist korrekt. Ja. Und auch unterschiedlich verteilt. Was ich jetzt nicht so schlimm, schlimm finde, der Fun-Faktor ist ja auf jeden Fall gegeben. Ich sag mal so, also wenn man jetzt nicht gerade so wie wir hier in der Sendung ist und wenn man Freunde hat im Gegensatz zu dir, dann ist es ja auch so, dass man wahrscheinlich dann über Teamspeak oder ja. Du hast ja auch hier, wie heißt das bei der Xbox dann, wenn du da so über... Ja, das ist ja Kinect, da ist sie da. Und diesmal klingelt sie sogar. Ja, ne? Ich hab sie mit meinen magischen Händen geheilt. Ich bin wie die Heilpflanze. Ich dachte, du hättest sie gemolken. Ja, guck mal, das passt wunderbar. Das erste Spiel ist vorbei. Traum. Gewonnen haben leider die Zombies, die anderen, genau. Und ja, das war's jetzt für die erste Runde. Ja, wie sagte ein weiser Mann mal, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Wie sieht denn das aus? Spielst du jetzt eigentlich einfach noch weiter, während wir hier so ein bisschen einen erzählen? Dass die Leute sind jetzt ja gerade erst dazugekommen. Das müssen wir mal die Regie fragen, ob das technisch möglich ist. Ist das technisch möglich? Dass ich hier weiterspiele? Super, dann machen wir das so. Der Julian zockt mich euch weiter, weil das war ja sonst nur so ein ganz kurzes Intermezzo. Richtig. Und in der Zeit seht ihr jetzt... Ganz kurz noch. Bevor jetzt die Leute sich den angucken, weise ich kurz nochmal hier auf den Poll hin, auf das Voting, was wir auch in dem Chat haben. Das ist gerade gestartet. Was sind eure nervigsten Karnevalslieder? Da kann man jetzt abstimmen. Ihr könnt natürlich auch noch ein Sekündchen warten mit der Abstimmung, bis ihr diesen Einspieler gehört habt. Denn da gibt es diese Lieder zum Teil auch nochmal zum Hören. Das heißt, falls ihr die Songs gar nicht kennt, irgendwer schrieb gerade, er kennt die nicht. Kann dich beruhigen, ist nicht so schlimm, wenn man diese Lieder nicht kennt, hat man nichts verpasst. Es ehrt einen sogar eher, wenn man es geschafft hat, daran vorbeizukommen. Das Sagenhaft eigentlich. Fakt ist jedenfalls, ihr könnt es euch erst auch nochmal anhören, da ist vielleicht so eine kleine Entscheidungshilfe dabei. Ansonsten stimmt ab für eure nervigsten Karnevalslieder. Und ihr seht jetzt die Mats der Top 5 nervigsten Karnevalslieder, gesungen von besoffenen Menschen beim Karneval. Richtig krass. Einen schönen guten Tag, liebe Nerdstar-Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr kennt das doch bestimmt alle in der Karnevalszeit. Kommen immer die gleichen Scheißlieder. Wir sind hier in Paderborn für euch unterwegs und haben die fünf unangenehmsten und schlechtesten Karnevalslieder von euch auf der Welt. Von Karnevalisten wie diese Typen hinter mir für euch einsingen lassen. Paderborn! Viel Spaß dabei. Platz Nummer 5. Ich bin ein Bär! Bär, Bär, Bär! So ein Bär schon in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich! Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist ja nicht weich! Wer einmal ausprobiert hat, will immer mehr! Bär, Bär, Bär! Ich hab Feuer auf der Brust, ich bin ein Bär! Bär, Bär, Bär!
die drei. Karawane zieht weiter dem Sultanen durch. Der Sultanen durch. Der Sultanen durch. Die Karawane zieht weiter dem Sultanen durch. Der Sultanen durch. Der Platz Nummer 2. Reiß die Hütte ab, 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 reiß die Hütte ab. Und der Platz Nummer 1. Das ist immer dabei, das ist prima, Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und Leben und der Lust. Ja, ist nicht fantastisch gewesen. Ich hoffe, ihr habt es sehr genossen. Ich denke, das hat, wie gesagt, die Entscheidungshilfen jetzt auch nochmal sehr. Ich habe gerade so im Chat ein bisschen mitgelesen. Bei jeder Nummer kamen sie dort, ah, der ist es. Und dann beim nächsten so, nein, der ist es. Oh, der ist ja noch viel nerviger. Ja, und man dachte wahrscheinlich, hey, welche Cannabis? Ah, kenne ich. Oh, kenne ich auch. Oh, kenne ich auch. Finde ich großartig. Kann man übrigens tatsächlich, wenn das Ding hier irgendwann mal bei YouTube online kommt, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren noch weiter hinschreiben, finde ich. Diese Diskussion kann gar nicht lange genug gehen. Wir haben jetzt hier die Abstimmung. Ich kann das mal kurz verlesen, wie so da die Abstimmung aussieht. Viva Colonia bei uns ja ungeschlagen auf dem ersten Platz. Das gleichzeitig beliebteste, das gleich meistgeliebte und meistgehasste Karnevalslied, oft auch gleichzeitig. Ja. Aber man feiert es dann doch irgendwie mit, wahrscheinlich, wenn man besoffen ist. Ich bin es ist vielleicht auch das Bekannteste, einfach weil Köln ja auch eine der größten Karnevalshochburgen überhaupt wenn nicht, ist. Wenn nicht ja, die, wenn nicht die Karnevalshochburg. Also wir haben jedenfalls hier die Abstimmung der Zuschauer. Viva Colonia auch hier auf Platz 1 mit ganzen 30%. Wir haben 10% für Melassa de Dom in Kölle. Die Karawane zieht weiter, liegt bei knapp 5%. Ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär, liegt bei 14,3%. Der hat eben auch wirklich sehr viel Hass abbekommen im, ich weiß gar nicht, wie das kommt irgendwie, das ist doch auch, ja, ich finde den auch vielleicht, schon. Vielleicht das hat er schon den Weg in den Alltag gefunden, ne, dieser Spruch. Ja, oder kommt, war der zuerst da? War der zuerst da oder war der erst im Karnevalsbild? Nein, ich glaube, es war erst das Lied. Ja. Der Typ jedenfalls hat inzwischen eher das Problem, dass er keine Haare mehr auf dem Kopf hat, der gute Bärenstelter. Also der wird sich nicht mehr über fehlende, sondern über fehlende Haare auf der Brust und über fehlende Haare auf dem Kopf beschweren. Aber so ist das nun mal mit dem Alter. Trotzdem hier eine schöne Geschichte aus der Jugend. Wir machen weiter. Keine Stimmen für Und wenn eine Trömmelsche jäht. Den hatten wir ja hier auch nicht gesungen. Wahrscheinlich liegt es mit daran. Ich muss sagen, kenne ich auch nicht. Kennt und fange bloß nicht an zu singen jetzt. Dann bin ich auch sicher davor. Ich war kurz verlockt. Ansonsten haben wir noch Super Jeile Zick. Ich weiß gar nicht, von wem ist das? Von Brings, glaube ich. Der jedenfalls hat es in unser Voting nicht geschafft in die Top 5. Hier aber auch 9,5%, also solide mit dabei. Keine Stimmen für Heide Witzker, Herr Kapitän. Jeweils 14,3% auf den letzten beiden Rängen für die Hände zum Himmel und wer soll das bezahlen? Ja, aber ich denke, kann jede Statistik vorgelesen werden, nervig sind sie doch alle. Ja, sind einfach schon tatsächlich auch relativ nervig. Ich wüsste auch gerne mal, wann das so dazu kam. Also diese Art von Musik, die man dann plötzlich unbedingt machen musste bei Karneval. Warum kann man denn für Karneval nicht einfach auch da schöne Musik einspielen? Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn du bei Karneval dann normale Musik nimmst, ne, die sonst aus dem Alltag ist, dann wird das vielleicht damit in Verbindung gebracht. Und stell dir mal vor, du hörst ja jetzt wirklich gute Musik. Und dann denkst du immer dabei an Karneval und denkst so, ah. Okay. Ah, so ja. Sowas wie wenn es im Radio tot gehört wird. Ist jedenfalls irgendwie ja das gleiche Phänomen im Prinzip wie mit allen Schlagerliedern auch. Ich glaube, es überschneidet sich auch an vielen Teilen. Ich meine, wenn du irgendwo in so eine Bude gehst, wo sonst Schlager laufen, Viva Colonia, findest du da halt auch schon mal wieder. Auf jeden Fall. Andersrum auf der Karnevalsfeier wird dich das rote Pferd auch mal gerne begrüßen. Ja, aber wir haben jetzt hier so viel Hass gegen Karneval übergebracht. Wie gesagt, du hast dich ein bisschen informiert, was um Karneval, um es vielleicht nochmal ein bisschen Bildungsfernsehen hier auch zu machen, ja? Also. Ja, Infotainment. Tainment hatten wir die ganze Zeit bisher. Jetzt kommt Info, meine Damen und Herren. Nein, so viel ist es gar nicht. Aber interessant, was viele tatsächlich ja gar nicht unbedingt wissen, ist, dass Karneval grundsätzlich ein christliches Fest ist. Ach, also was heißt kein christliches Fest, aber in Verbindung mit christlichen Festen steht. Warte, und zwar
Fing es ja mit Hexen vertreiben, würden die böse Geister vertreiben und so? Weiber, Thema Weiberfastnacht, ja. Da bist du schon nicht völlig falsch. Fakt ist jedenfalls... Aber es, immer noch ein bisschen falsch. Fakt ist jedenfalls, es leitet die Fastenzeit ein. Aschermittwoch startet dann ja die Fastenzeit bis Ostern. Ja. Und vorher war es dann von den christlichen Gebräuchen her so, dass man dann quasi nochmal so ein bisschen einen drauf machen konnte. Und bis heute ist es ja so, dass eben gerade die vor allen Dingen streng katholischen Städte, Thema Köln, der Dom zum Beispiel, in dem Thema noch sehr groß sind. Paderborn, wo wir den Einspieler gedreht haben, auch eine sehr katholische Stadt. Und da läuft das, ich würde ja nicht sagen, Karneval ist sehr katholisch. Ja. So von, es wird halt gesoffen, es wird also viel Quatsch sicherlich erzählt und ich denke nicht, dass sich alle jetzt unbedingt da an die, also die 10 Gebote jetzt da... Ich wollte gerade sagen, von vorehelichem Sex mal gar nicht geredet hier, ne? Also. Aber ganz ehrlich, da hat man das in diesem Höhner-Song hat man es ja auch. Viva Colonia, wir glauben an die Liebe und die Lust und an den lieben Gott und haben auch immer Durst, so ähnlich. Das ist irgendwie stark mit verbunden und das ist sehr interessant. Und das ist halt tatsächlich weltweit so. Also man hat ja nicht nur den deutschen Karneval hier, wie gesagt, sehr groß im Rheinland, sondern es gibt unter anderem den Karneval in Rio, es gibt den großen Karneval in Venedig. Venedig übrigens, hier diese wunderschöne Maske her. Da laufen sie das komplette Frühjahr von Anfang Januar bis zum Aschermittwoch laufen die da so rum mit den Masken. Und das ist einfach total... verankert in den Traditionen. Fakt ist jedenfalls, es kommt trotzdem jedes Mal irgendwo aus der Religion und ist tatsächlich auch erst seit dem 18. Jahrhundert so richtig groß geworden. Boah, hast du informiert, Alter. Meine Güte, oder? Bist du durch? Dann können wir nicht weitermachen. Ich meine, ich finde es tatsächlich interessant. Ich dachte, das wäre irgendwie... Ich bin auch fertig. Julia ist fertig. Ja, eigentlich nicht. Also, sorry nochmal an diejenigen, mit denen ich jetzt leider nicht mehr spielen kann. War sehr cool mit euch. Wir müssen aber gleich noch Thief zeigen und das muss ich jetzt gleich ein bisschen vorbereiten und deshalb ist jetzt keine weitere Runde möglich. Ich habe jetzt noch eine gespielt, aber wir können gerne, wir sind jetzt ja befreundet, ne? Und dann können gerne nochmal ein andermal jetzt spielen. Jetzt habe ich Freunde. Wollte ich gerade sagen, wir haben nämlich eben schon drüber geredet. Julian hat eben schon sehr gejammert, weil er hat keine Freunde, mit denen er Plants vs. Zombies spielen kann. Die haben das Spiel nämlich alle nicht. Und, Ich habe keine Freunde. Ach, gar keine Freunde? Nein, gar Ach keine Freunde. So. Oh. Ja, dann machen wir jetzt vielleicht kurz. Besser wieder Außer löschen. Außer euch, oder seid ihr nicht meine Freunde? warum du da recht sitzt. Ne? Ja, genau. Nee. Um einen letzten Blick auf Karneval zu nerven. Zu nerven? Von freundlicher Versprecher, ganz klar. Das war ein total freundlicher Versprecher. Haben wir auch den Connor nochmal drauf losgelassen. Und quasi als Abschluss zu dem Thema, du bist durch, oder? Ich bin relativ durch. Ich lese noch so gerade so. Wenn Dirk durch ist, als Abschluss zu dem Thema noch, ihr könnt natürlich weiter in Kommentare dazu schreiben, dann werden wir es aufgreifen. Aber von uns zum Abschluss kommt jetzt das Pro und Connor zu Karneval. Nein, 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 nein. Ich habe heute das beste Thema überhaupt. Karneval. Yay. Ich muss schon sagen, Karneval ist eine der tollsten Sachen, die es überhaupt gibt. Nicht. Beschissener geht's gar nicht. Karneval steht auf meiner Beschissenheitsskala ganz oben auf Platz Nummer 1. Beschissener wird's nur noch durchs Schützenfest, aber da wollen wir nicht drüber reden. Karneval interessiert doch eh keine Sau, nur die kleinen Kinder und... Alkoholiker. Oder die, die es noch werden wollen. Was soll man noch über Karneval sagen? Es ist totaler Quatsch und mich interessiert es eigentlich kein Stück. Was denkt ihr denn über Karneval? Findet ihr es auch scheiße? Findet ihr es gut? Ich hoffe mal nicht, dass ihr es gut findet, weil dann wärt ihr nicht meiner Meinung. Das ist schlecht, ne? Egal. Ende, aus, Feierabend, Karneval, interessiert keine Sau, weg damit. Nächstes Jahr ist derselbe Scheiß nochmal. Ich feiere Karneval nicht, das ist mir alles total zu blöd. Ich habe damit vor 10, 20 Jahren abgeschlossen und jetzt Ende im Gelände. Kein Karneval mehr. Danke. Macht's gut. Tschüss. Ja, der Connor, das ist nicht gut für seinen Puls. Ich hatte schon schlechtes Gewissen, ihm das Thema Karneval aufzuhalten. Also wo er zu den anderen Dingen schon so fiese Sachen sagen konnte. Da war es ja eigentlich, es war ja so klar, dass Karneval ihm nicht liegt. Aber ich dachte, vielleicht hat er da mal ein paar gute Worte. Vielleicht steckt in ihm ja ein Karnevalist. Aber nee. Nee, ich glaube, das Thema zu finden bei dem Connor positiv dem Ganzen gewidmet ist, das ist noch nicht erfunden, das Thema. Ja, ihr könnt jetzt mit mir im Chat gerade auf jeden Fall noch so ein bisschen schreiben, was eure Meinung ist zu Karneval. Seid ihr eher die Fans, seid ihr nicht die Fans? Ich habe einen Einwand. Was denn? Ich habe ja mal ein halbes Jahr in Köln gelebt, ne? Ja, und? Auch zu dieser Zeit? Ah. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Nein.
Du hast Karneval gefeiert? Nee, ich bin als Karneval nach Hause gefahren. Hierhin? Oh, ja. Das und hab schon mir extra Urlaub dafür genommen. Mittlerweile muss ich sagen, bereue ich das ein bisschen. Ich hätte das vielleicht einfach mal mitmachen sollen. So ein bisschen, vielleicht hätte mich der ein oder andere angesteckt mit dem Quatsch. Du hast extra Urlaub genommen. Also ich habe mir ja sagen lassen, im Rheinland, die haben tatsächlich da auch frei. Von ja. Die Firmen geben den Leuten gut, da ja. am Freitag nach Weiberfastnacht und am Rosenmontag noch frei. Gut, ich wollte aber die ganze Woche frei haben, damit ich wirklich nichts mitkriege. Sinnvoll von war dir. Vielleicht ja, aber war vielleicht auch ein bisschen falsch. Ein bisschen bereue ich es auch. Weiß ich auch nicht. Ich war einmal da und das, ja. ja. Na gut, wir schließen das Ganze jetzt einfach mal ab. Und Bitte. Wir befinden uns jetzt im Spiel Thief. Genau. Und der gute Steffen spielt doch jetzt einfach mal das Tutorial. Der hat es nämlich noch nie gespielt, oder? Nein. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie das Spiel. Du nimmst bitte Schurke, das ist die einfachste Stufe. Starte einfach mal direkt. Ein Spaziergang für geschäftige Diebe, die einfach nur sorglos stehlen wollen. Na, vielleicht will ich aber auch eine normale Balance für erfahrene Diebe. Ja gut, dann spiel das. Nein, ich spiele mal auf Schurke. Und ja, der liebe Steffen wird das jetzt mal spielen, denn die Steuerung ist einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Leute, die nicht so an Schleich spielen. So nenne ich es einfach mal. Das gibt es nicht als Kategorie oder Genre. Aber es natürlich, ist, Stealth. Ist das wirklich eine richtige Spielkategorie? Guck mal. Guck mal hier, ich dachte, du hast dich vorbereitet. Gefährliches Halbwissen. Und ich bin ja sonst ja mit dem gefährlichen Halbwissen. Ich ja. habe nämlich auch ein bisschen was durchgelesen. Aber auf jeden Fall ist das Spiel von den Entwicklern von Eidos und gepublished wird das Ganze von Square Enix. Und das Ganze ist ein Reboot, denn das Spiel gab es vor 10 Jahren schon mal. Und der Steffen wird gleich den Meister Deep Garage spielen und sich durch das Tutorial schlagen und die Steuerung ein bisschen kennenlernen. Und ich werde dann einfach schon mal so ein bisschen auf die Story eingehen, wenn er das Tutorial spielt. Ja, genau. Es gab schon 3 Teile damals. Den ersten 98, dann Teil 2 2000, Teil 3 2004. Die damals auch ja, dieses Stealth-Genre überhaupt erst ein bisschen, ja, in die richtigen Wege geleitet haben. Die einfach auch charaktergebend waren da. Und wir nehmen natürlich nichts vorweg, aber da ich habe schon gehört, dass das dem gar nicht mal mehr so gerecht wird. Aber wir fangen erstmal an. Ich skippe vielleicht mal das Intro, oder wie lange ist das? Das dauert nicht ganz so lange. Okay, dann lassen wir das mal. Das ist jetzt auch schon vorbei. Ach so. Regie, wir haben aber gar keinen Ton. So, der Fall. Oha. Also, ich wache hier irgendwo in einem Haus auf. Ich bin wahrscheinlich durch das Fenster eingestiegen, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Korrekt. Und hab hier jemanden liegen. Ich hoffe, er ist nicht tot. Ja, der Trinker, Flasche, ne? Wollte ich gerade sagen. Ah, das ist ein Karnevalist. Sehe ich doch sofort. So, wie sehe ich denn wo und was ich klauen kann? Weil hier liegt ja schon so viel das rum. Kann ich alles mitnehmen? Ja, was glitzert und blinkt, kannst du mitnehmen. Okay. Und soll ich schon mal ein bisschen was zu der Story erzählen, während du das Tutorial hier weiterspielst? Gibt es ja auch eine andere Ansicht, dass ich das. Nein, so das gibt es leider nicht. Okay. Und ja, wie wir jetzt schon beide beleuchtet haben, ist es halt ein Reboot. Es gab vorher schon Thief-Spiele. Und so geht es auch in diesem Spiel um den Konflikt zwischen Fortschritt und Natur. Und letztlich geht es in der Geschichte des Thief-Spiels, was wir hier vor uns haben, um den sogenannten Urkraftstein und auch um eine Seuche, die die Stadt heimgesucht hat und einfach um auch soziale Probleme. Warum kann ich denn nicht die Trinkflasche von ihm nehmen? Ich will mich auch gerne betrinken vielleicht heute. Wer weiß, was der Tag so bringt. Ja, das ist halt auch so ein Kritikpunkt, ne? Dass einfach viele Sachen auch ein bisschen vernachlässigt wurden. Vielleicht, um das Spiel rauszubringen, warum auch immer. Ja. Und ja, letztlich, wenn du dieses Tutorial durchgespielt hast, beginnt die eigentliche Geschichte. Das heißt, es sind knapp 10 Jahre vergangen, Garrett kommt zurück in die Stadt, wo er dann war. Es passiert nämlich ein Missgeschick hier nach dem Tutorial, aber er überlebt es ja. und ist dann wieder in der Stadt und nimmt sich halt der Probleme dieses Urkraftsteines an. Ah, oh, ich habe einen Flachmann gefunden. Ja. Ah, er wird doch noch was mit dem Trinken heute. Und den musst du leider verkaufen. Scheiße. Ja. Ja, gut, so, ich habe jetzt alles ausgeräumt. Kann ich es wieder zumachen hier? Ja, es geht jetzt ja auch nicht unbedingt darum, dass du jetzt alle Sachen mitnimmst. Obwohl das auch ein Teil des Spiels ist, das wird dir nachher angezeigt bei jeder Zusammenfassung des Kapitels. Warte, ich muss mal ein bisschen, ich bin ja halb blind, drücke auf niedere Hindernisse zu klettern. Und da kannst du, glaube ich, nicht drauf. Ach so, LG. Hier, aber aufs Bett kann ich garantieren. Nee, auch nicht. Nein? Ah, ich dachte, ich könnte jetzt ein Nimmerchen mit dem schieben. Geh mal weiter. Ach, hier muss ich wahrscheinlich drauf. Ja, korrekt. Ah, oh, ich sehe Drahtseilakt. Wie kommst du mit der Steuerung klar? Bei mir hat das ein bisschen gedauert, bis ich das drin hatte. Ja, bis jetzt ist ja noch nichts Schwieriges passiert, also. Ich meine, ich bin es ja auch gewohnt. Ich hatte ja damals die erste Xbox, was eine traumhafte Konsole war, wo es die, zum Beispiel hier diese Events noch nicht gab, was ich ja teilweise echt schrecklich finde bei Spielen, wenn du einfach nur irgendeinen Knopf drücken musst, wie ein Bekloppter. Ne, diese, wie heißen die, Quicktime-Events. Ja. Also ich weiß nicht, das ist gar nichts für mich. So Spiele mit vielen Quicktime-Events, denke ich mir jedes Mal, kommt hier jedes Mal, wenn du ein Fenster öffnest, wie du gerade auch schon gesehen hast, ne? Ja, ich meine zum Beispiel bei Batman ist es ja auch, dann kommt es immer,
wenn du irgendwie so einen euren Kasten abziehen musst. Beim ersten Mal denkst du dir, ah geil, Quicktime-Event. Beim 20. Mal denkst du dir, aha, X drücken, wow. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das machst du jetzt schon falsch, das liegt aber einfach daran, weil wir einen Ton haben. Du siehst, die Vögel rasten völlig aus, die schleichen müssen. Wenn du den Stick drückst, dann kannst du schleichen. Drück mal den Stick. Den linken. Nee, reindrücken einmal komplett. Hä? So. Ach so. Guck, und jetzt kannst du das durchschleichen. Da ist ein Gemälde, da kannst du was absahen. Na, was ist hier? Ein Gemälde. Ah. Ja, wie findest du die Grafik? Also ich muss sagen, dafür, dass wir hier eine Next-Gen-Konsole vor uns haben, wirkt das Ganze nicht so ausgegoren. Na? Was, ich kann, ja. Ja, ich verstehe, Entschuldigung, ich muss hier gerade, okay. Knopf. Den drücken. Hinten rechts. Hinten rechts? Hinten rechts, der große Dicke. Ah, okay. Ja, das ist interessant. Ja, die Grafik, ich... Oh, also, ich kann so viel sagen, an Rise oder zum Beispiel NBA 2K kommt sie einfach nicht heran. Das liegt, woran das liegt, kann ich nicht sagen, ob da einfach kein Geld da war, diese Version Next-Gen weiterzuentwickeln. Aber es ist halt so, dass die Grafik jetzt nicht herausragend ist. Und auch was die Texturen angeht, ja, ist das Ganze nicht ganz so cool. Ja, obwohl, also ich muss ja sagen, ich bin ja überhaupt kein Grafikfanatiker. Also sagen, Spiel gut ist, ist mir eigentlich fast scheißegal, wie es aussieht. Da bin ich einfach, ich weiß nicht, ob es nicht meine Zeit ist, mir sind die Inhalte wichtiger. Also wenn ein Spiel richtig geil ist und scheiße aussieht, ist mir total egal. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, die Grafik ist so geil. Und spiele dafür halt ein Spiel, wo ich mir denke, ja, da kommt einer, du sollst jetzt schnell zum Fenster raus. Ach so. Ihn jetzt hinten links drücken, genau, und dann... Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Ja, die Dattelkuh läuft. Die haben wir gestellt. Muss ich jetzt springen? Nein, rechts geht's weiter. Ach so, schade. Ich dachte jetzt voll geil, oh, Flucht! Und ich springe ins Wasser. Halte, ach so, das Inventar zu öffnen, okay. Ja, und dann? Ja, es ist den benutzen. Linken Stick nehmen, den rechten Stick und dahin machen. Ach so, ach Gott. Ja, und dann? Jetzt steht da, halte RT, um den Bogen zu spannen. Ah, ach ja, genau. Und jetzt musst du nach oben drücken. Oben ist irgendwo ein Balken. Da musst du dran schießen. Weiter hoch, 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 da ist der Balken. Ah, okay, also und da, wenn ich was richtig mache, werde ich immer... Genau, es ist eine Unterstützung. So, werde ich immer mit Vibrationen belohnt. Aber hoffentlich nur im Controller, ne? Ja, nur vom Controller. Da springst du jetzt dran. Da lacht der Schäfig. Hä? Springen tue ich mit? Steht doch da, was steht da? Um zu springen, LT. Okay. Und jetzt gehst du nach oben. Auf welche Zeit hast du die Dattelkuh gestellt? 15 Minuten. 15 Minuten, aber ich wollte auch noch eine Runde spielen. Ja, genau, wir haben die Hälfte schon fast durch. Gut die Hälfte rum, aber Steffen ist offenbar ziemlich ins Spiel reingezogen. Ich muss jetzt als Schiedsrichter das lieber weiter spielen? Mal fairerweise sagen... Muss ich den jetzt verkloppen, aber das ist eine Freundin. Ach so. Ja, genau, weil du meinst ja eben schon, wir haben hier den Bogen, hat man gesehen. Ich übergebe einfach mal an dich. Danke. Es war auch in den früheren Spielen schon so, also es ist halt ein Stealth-Spiel. Vornehmlich schleichen wir durch die Gegend und versuchen erstmal überhaupt kein Aufsehen zu erregen. Genau. Ne? Also einfach so hier, wie ein Dieb das halt so macht, am besten wird er nicht gesehen, nimmt die wertvollen Sachen mit und denkt sich, ha. Hier gab es gerade im Chat die Anmerkung, dass der Sternenhimmel voll gut sah. Vielleicht kann man da noch einmal gleich so einen schönen Blick nach oben genießen. Guck mal, ich habe mich gerade so aufs Pfeil und Bogen abschießen konzentriert. Ja, das romantisch. Sieht echt schick aus. Romantisch. Nee, egal. Genau. Und wir haben halt den Bogen und wir haben verschiedene Pfeile zur Auswahl. Was wohl bei diesem Teil aber auch schon ein bisschen etwas beschränkter ist. Ich habe zum Beispiel gelesen, es gab mal einen Moospfeil. Den gibt es hier nicht mehr, ist das richtig? Weißt du das? Ja, es gibt zum Beispiel einen Betäubungspfeil, aber es gibt einen Wasserpfeil, mit dem du Fackeln ausschießen kannst. Ja, genau. Sowas alles, das gab es früher auch schon mal. Zum Beispiel den Moospfeil haben sie rausgenommen, weil du gar nicht konntest wohl mit dem Moospfeil auf laute Oberflächen schießen, damit du da leiser drüber gehen kannst. Weil das war wohl bei den älteren Spielen so, dass ein Unterschied war zwischen, ob das eine Steinoberfläche war oder ein Teppich oder so, wie laut du gegangen bist. Okay. Aber das haben sie hier wohl allgemein auch komplett rausgenommen, was zum Beispiel ein großer Kritikpunkt war, weil es natürlich auch... Ja, du musst nicht mehr so viel nachdenken. Es wurde halt der breiten Masse zugänglicher gemacht dadurch. Ja. Das ist sowieso das, was ich am meisten gelesen habe in den Kritiken, dass es halt der Masse zugänglich gemacht wurde und dafür seinen Charakter so ein bisschen verloren hat. Ich meine, ja, das stimmt. Wir haben beide die alten Teile nicht gespielt. Ich kann es jetzt schlecht vergleichen. Also Reviews, die ich mir auch angeguckt habe, sagen eben, dass viele Thief-Fans da eben Sturm gelaufen sind. Dass das Ganze jetzt halt... Thief-Fans. Thief-Fans, ich möchte sie auch richtig aussprechen. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder her. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch woanders hin.
Und anders ist, wie ist das, hast du schon viele Gegner getötet jetzt, seitdem du spielst? Oder überhaupt jemanden? Es kommt drauf an. Ich bin nicht so gewandert in diesem Genre und ich musste hin und wieder doch Gegner ausschalten. Also ist mal so eine 50-50-Sache. Weil bei Stealth ist ja oft so, dass man nicht, du bist sofort dran, dass man nicht getöten darf. Also es war zumindest bei den alten Teilen, habe ich gelesen, so, dass in manchen Missionen sogar Vorgabe war, du darfst niemanden töten. Also auch im schlimmsten Fall nicht. Ne? Wir waren gerade beim Bogen stehen geblieben, du hast verschiedene Pfeile. Aber du hast auch dein Schwert, wenn es wirklich mal drauf ankommt, dass du mal einen hier so kurz um die Ecke bringen kannst. Also ich habe hier kein Schwert, noch nicht zumindest. Ach so, okay. Also ich habe einen Knüppel. Ich habe es gelesen, mein Alter war so, aber ne, jetzt geht's wohl. Aber ich meine, sonst, ne, wir töten nicht, aber wir sind Diebe. Das heißt, habe ich mir mal überlegt, wir sind quasi eine Mischung aus Catwoman und Batman. Das heißt, wir könnten der Sprössling von Catwoman und Batman sein. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Bitte? So, jetzt sind wir wieder im Spiel. Wir sind jetzt ein bisschen weiter. Du warst eben im Tutorial. Ich habe schon mal das Kapitel 2 durchgespielt. Ja. Und ja, hier sind unsere Schaukästen, was wir schon alles so gestohlen haben. Ach, das stellen wir bei uns zu Hause aus. Genau. Dass, wenn das FBI vorbeikommt, die auch direkt sehen, ach, guck mal hier. Da war er. Da hat sie hier liegen. Egal, wir wollen auf jeden Fall jetzt weiterspielen, deshalb gehen wir mal hier hoch. Und ich glaube, Dirk wollte was sagen. Nee, Dirk möchte was sagen. Ich sag gleich nochmal was. Okay, sag gleich nochmal was. Vielleicht. Hier sehen wir unseren Hauptdarsteller jetzt mal wirklich auch genau, aus der Nähe. Genau, Garrett. Ist, genau, nicht der David, Garrett. Sondern also kein Geiger, sondern einfach nur der normale Garrett. Was hast du? Ja. Schlechter Witz einfach. Wollte sich nur nicht bewegen, ne? Ja. Da sehen wir auch seinen Bogen auf dem Rücken ganz schön. Also wie gesagt, die Grafik ist okay, aber halt nicht so grandios wie andere Next Gen. Haben wir zwei verschiedene Augenfarben? Ja, hat er. Ah. Ich glaube, das eine Auge könnte kaputt sein vielleicht. Ja, klar, mit der Grafik, ne, es kann nicht mit den aktuellen Titeln mithalten, sicherlich. Wen das stört, ne, das ist scheiße. Aber wie gesagt... Vergleichbar vielleicht mit irgendeinem anderen Spiel, das finde ich ja immer, sowas finde ich ja immer sinnvoll. So als ich kenne, also nicht viele Titel, aber ich meine, ich habe früher halt öfters mal was gespielt. Ja. Mit was irgendwie? Verglichen wir das mit Metal Gear Solid, das ist ja auch so ein Schleichspiel, ne? Metal Gear Solid, gibt es noch so eins? Mir fällt jetzt spontan keins ein, was ich so kenne. Splinter Cell. Genau, das habe ich gerade gesucht in meinem Kopf. Deus Ex hatten wir auch neulich, also zum Beispiel Deus Ex Human Revolution, ist richtig, oder? Das Gott, ist übrigens Leute. Auch aus der Schmiede gewesen. Ja, ja. Und das war ja auch so, das war ein Reboot, wo gesagt wurde, das haben sie gut weitergeführt, aber hierbei, naja, ne? Aber vielleicht nochmal kurz zum Setting, es ist ja so mittelalterlich, ne? So wie so das alte London, würde ich sagen, jetzt so vom ersten Eindruck her. Korrekt. Aber es hat auch so ein bisschen industrielle Einflüsse, ne? Roboter und so ein Kram, habe ich gelesen. Bitte? Roboter und so ein Kram. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Okay. Weiß nicht, ob das noch kommt. Ich bin ja leider noch nicht so weit. Ich habe es noch nicht geschafft. Das war so weit zu spielen. Nicht spoilern hier. Nee, spoilern wollen wir gar nicht. Deshalb sind wir auch noch recht am Anfang der Kampagne. Das wird eben nicht spoilern. Die Ladezeiten, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon merkt, sind halt relativ lange. Und die sind auch im Spiel nicht ohne. Ja. Und das ist halt dann doch ein bisschen störend. Das Spiel stört den Spielfluss. Guck mal, selbst jetzt lädt das Spiel noch. Obwohl, was da ist? Hast du gerade gesehen? Plötzlich tauchen irgendwelche Sachen auf, ja? Ja, wo man sich fragt, bisschen schade. Warum braucht es so lange, ne? Wenn aber so an sich ist es halt... Wegen der unfassbar schlechten Grafik. Ja. Du musst das erstmal wieder runterrendern. Qualitativ, ne? Ja. So, und ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Forscher vorzunehmen. Wir haben einfach den Knopf noch nicht gefunden, um die auf gut zu stellen. Nein, also ist jetzt ja auch nicht... Also schlecht ist es jetzt ja nicht. Das wollen wir wirklich auch nicht sagen. Also ich finde es jetzt... Ich meine, ich habe Next-Gen-Titel noch nicht viele gesehen. Aber so... Was ich noch so kenne, so im Vergleich zu Half-Life, ist schon ganz nett. Unten wird in der Regie wird schon gelacht. Ich weiß auch nicht, was die da unten zu lachen haben. Ich auch nicht. Ich glaube, die sollen arbeiten. Die denken sich jetzt alle, ah, sind die doof. Ah, wir sprechen gleich noch. Ja, Freunde. Ja. Dann machen wir euch euren eigenen schönen Sternenhimmel, wie bei Thief. Nur in eurem Kopf. Naja. Ich schaue euch nochmal in die Notizen von Julian rein, um vielleicht schon mal etwas vorwegzugreifen. Du hast ja auch positive Dinge genannt. Ja, natürlich, das Spiel ist ja nicht schlecht. Keineswegs. Das kann auch nicht der Eindruck hier sein, dass das schlecht ist. Es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte, gerade die Fans werden da einiges zu bemängeln haben. Was hast du denn jetzt speziell rausgesucht? Genau, du hast hier stehen, tolles Spielgefühl, tolles Szenario und insgesamt stimmungsvoll. Also man kann sich schon in die Atmosphäre reinfühlen. Das haben wir eben schon gesehen, das haben wir auf die Zuschauer direkt bemerkt. Der Sternhimmel sieht zum Beispiel toll aus. Jetzt ist die Zeit leider um. Ah, wir bringen den Satz zu Ende. Satz bringe ich noch zu Ende. Danke, Dirk, das ist ein bisschen mehr. Das bringe ich noch zu Ende. Arsch. Die Stimmung, ich hoffe, die ist jetzt in diesen paar Sekunden, paar Minuten, die wir hatten, ein bisschen rübergekommen. Also das Ganze wirkt halt doch sehr stimmig mit dieser Atmosphäre, wie du schon gesagt hast, im alten Londoner Stil quasi. Guck. Alles sehr düster. Ja, es ist wie bei vielen neu aufgelegten Titeln, während ich hier wild durch meine Notizen blätter. Es war ja auch bei Diablo 3, ich kann ja nur von Diablo wirklich sagen, dass ich mich da auskenne, so, ne, dass da lange drauf gewartet wurde und sich viele gefreut haben, da kommt ein neuer Teil und dann... Ja. Ne?
hast du den Salat. Weil, obwohl es ja auch nicht schlecht ist, aber es ist halt einfach, man versucht die große Masse für das Spiel bereit zu machen, weil ja auch in der Zeit, ist viel Zeit vergangen, seit 2004 der letzte Titel, 10 Jahre, wie hat sich da die Branche geändert und überhaupt die Möglichkeiten und es dann allen recht zu machen. Sowohl den Neueinsteigern als auch denen, die jetzt, waren sie damals, waren sie 18, jetzt sind sie 28. Mhm. Da hast du ja auch ganz andere, andere Erwartungen an so ein Interessen Spiel. Interessen vielleicht, ne? Auch. Da möchtest du vielleicht auch mal, dass mal eine nackte Frau drin vorkommt. Ich habe ja nur darauf gewartet, ne? Nein, mit 18 willst du noch keine nackten Frauen sehen, aber mit 28 wird es dann Zeit, ne? Aber also, nackte Frau, wir wollten noch über Filme reden. Ja, genau. Aber um das abzuschließen, würdest du es empfehlen? 7,5 von 10 Punkte. Also für Leute, die Interesse haben an Schleichspielen, ist es auf jeden Fall was. Für echte Thief-Fans würde ich ja sagen. Alles klar. Ja, hier, der Dirk prügelt durchs Programm, ne, dass die Fäuste noch nicht fliegen. Nein, ist das Einzige, was mich verwundert. Wir machen weiter mit einem Let's Show. Das hat der Ambru, ist das richtig? Ist das richtig? Ja, ne? Das ist ja, korrekt, oder? Ja, das richtig. Hat der Ambru vorbereitet. Und er zeigt euch jetzt mal, nachdem wir Thief besprochen haben, ob Hawken vielleicht was für euch wäre. Hallo, liebe Nutzer, Zuschauer und Zuschauerinnen und willkommen zur Let's Show-Rubrik. Ich darf euch heute den Mac-Ego-Shooter Hawken etwas näher bringen. Ein Spiel, was man definitiv kennen sollte, wenn man die Titans in Titanfall mag. Und zwar geht es, wie man unschwer erkennen kann, um Macs. 16 Sorten sind es aktuell, die in der Zeit 5 Spielmodi für jede Menge Schrott bzw. Industrieschrott sorgen können. Die Mac-Sorten unterscheiden sich auch tatsächlich merklich voneinander. Sie haben unterschiedliche Waffenoptionen, Spezialfähigkeiten und Ausrüstungsgedöns und sehen natürlich auch anders aus. Das Spiel allgemein sieht auch wirklich gut aus, muss ich sagen. Unterstützt sogar Nvidia Physics und die Oculus Rift Brille und hat eine super Performance. Unreal Engine sei Dank, kann ich da nur sagen. Egal, ob man jetzt gegen Menschen oder gegen Bots kämpft. Und ja, es gibt einen Koop-Horden-Modus, wobei der coolste Modus für mich momentan der Modus Missile Assault ist. Da kämpfen 2 Teams zunächst um Treibstoff von 2 Stationen, müssen ihn einsammeln, zu ihrer Basis schaffen, dort dann ein Schlachtschiff betanken, was dann losfliegt, um die gegnerische Base zu vernichten. Damit das Schlachtschiff wiederum nah genug an die gegnerische Base rankommen kann, muss man eine Flakstellung in der Mitte der Map verteidigen. Klingt etwas kompliziert, ist aber wirklich eine super Sache. Die Spielmodi, 5 an der Zahl, stehen auch auf soweit allen 8 Karten sind aktuell zur Verfügung. Und ja, der Modus ist halt eine sehr geile Sache, vor allem wenn man objective-orientierten Multiplayer mag. Das Game macht jedenfalls sehr viel Bock. Man fühlt sich tatsächlich wie ein awesome Mac-Pilot. Und wenn der 20 Euro Early Steam Access zu Ende ist, dann ist das Ganze Free-to-Play. Ob es Pay-to-Win wird, kann man natürlich schlecht vorhersagen. Aktuell kann man aber nichts kaufen, was wirklich einen Spielvorteil gewährt. Oder was man nicht auch mit Ingame-Spiel-Credits bekommen könnte. Ich bin daher zuversichtlich und gebe zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, Ambro. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer unsere schöne Off-Text-Stimme erkannt, ne? Ja. Ja. Danke für den Test. Wie du wahrscheinlich auch schon festgestellt und auch während des Reviews gesagt hast, erinnert ein bisschen an Titanfall, wobei das Spiel jetzt zuerst da war. Aber ich bin auch sehr gespannt auf den Titel. Danke für das Review. Ja. Großartig. Kommen wir zur Kinovorschau. Ah, endlich. Endlich, ne? Ich arbeite ja immer hart und werde nicht bezahlt, im Gegensatz zu dir. Wie viel kriegst du? Ja, über Geld redet man jetzt ja nicht, ne? Ich verstehe schon. Alles Naturalien vom Massi. Zuerst schauen wir in einen Trailer rein, den der ein oder andere vielleicht schon gesehen hat. Ist noch relativ neu, ein paar Tage auf dem Markt, zu Guardians of the Galaxy. Ja, der ein oder andere mag es kennen. Ich habe ja auch, kann ja auch mit einem kleinen Comic-Halbwissen aufwarten. Genau, das Wort habe ich gesucht. Aber okay. Dazu muss ich tatsächlich doch auch einiges nachlesen. Es ist zwar von Marvel, aber nicht so bekannt. Es ist halt basierend auf einem Reboot der Film. Es ist so wie so die Avengers im Weltall, wenn man es jetzt mal ganz überschlagen will. Comic-Fans, kreuze ich mich nicht gleich, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Vergleiche ziehe, die ein bisschen weit hergeholt sind. Aber um es mal so klar zu machen. Wie gesagt, das basiert auf einem Reboot des Comics, der so 2008 rum erschienen ist. Und der Comic ist gleichnamig? Ja, klar, ist gleichnamig. Ah, ja. Und wie gesagt, der Film basiert auf dem Reboot von 2008, da wurde die Serie mal neu aufgelegt. Und davor war das aber schon in den späten, frühen, um 80er Jahre rum, dass die Comics rauskamen, also schon älter. Weil es gibt ja bei Marvel ein riesiges Universum. Und man muss sagen, die Filme, die schon draußen sind, Avengers und alle, die drumherum gehören, das ist ja nur so ein ganz kleiner Teil, was alles auf der Erde spielt.
gespielt und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt hiermit eine ganz neue Kiste aufmachen wollen, wo sich auch 1000 Franchises eröffnen, ne? Weil jeder von denen hat ja auch wieder eine eigene Story. Also okay. Das ist jetzt nur so eine kleine Vermutung, ich habe es auch ein bisschen in Foren gelesen, ne, dass Marvel da die nächste Kiste aufmacht, um die Filme rauszuhauen. Man darf gespannt bleiben. Kurz zu den Charakteren, wir sehen hier gerade Star-Lord, das ist der einzige Mensch in der Gruppe, ne, der ist so ein Draufgänger, so ein bisschen verglichen mit Han Solo wird er, was natürlich die Marcel total freut, sowieso Marcel, Science-Fiction hier, ist schon ganz heiß drauf. Dann haben wir die schöne Gamora, gespielt von Zoe Saldana, das ist eine Assassine. Ne, die fünf finden, glaube ich, auf nicht ist nicht geplant, dass sie zusammenfinden. Das ist eher so eine Abkommenschaft, jeder geht seinen eigenen Weg und eher gezwungenermaßen machen sie sich dann gemeinsam auf den Weg. Was so richtig geil ist, wir haben da eine Alien-Rasse dabei, die sieht halt aus wie ein Waschbär. Das ist der Wocket. Er ist aber kein Waschbär. Haben wir gerade gesehen. Und er hasst es, wenn man Waschbär genannt wird und ist wohl auch so ein bisschen draufgängerisch. Was für ein Haufen Arsch. Guck an. Ja. Da sehen wir also mal alle fünf. Neben dem Wocket, dem kleinen Waschbär stehend, haben wir den Drax. Das ist einfach der Schlägertyp der Gruppe. Welcher aber eigentlich am allercoolsten ist der Groot. Das ist nämlich dieser Baum, der wird gesprochen von Vin Diesel. Das mag den einen oder anderen vielleicht etwas verschrecken. Ne? Vin Diesel ist ja nicht jedem sein Lieblingscharakter. Aber das ist geil, von dem muss nur ein kleines Stück überbleiben. Das kannst du wieder einpflanzen und dann wächst der neu. Ist das geil? Ist wie damals bei Cell. Ne? Ihr kennt ja, ihr seid ja Dragon Ball Z-Fans, natürlich. Ja, sicher. Könnte es anders sein. Da musst du ja auch nur ein Stückchen vom Gehirn überbleiben und wupp, hat's einen neuen. Vin Diesel ist ja übrigens schwul, ne? Das wissen viele nicht. Jetzt machst du mal ein neues Fass auf. Nee, jetzt machst du aber so ein neues Fass auf. Ist völlig off-topic, aber das wissen viele nicht. Der ist ich also auch nicht. Schwul. Also viele Frauen sind dann jetzt auch enttäuscht vielleicht. Sorry. Also ich muss sagen, ich bin schon leicht angetan. Freude? Nein. Ja gut, mach ruhig weiter. Genau, wir skippen mal zum zweiten Trailer. Das ist nämlich auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen doof wirkt, aber auch eine Comic-Adaption, aber auf ganz anderem Wege, weil das wird, glaube ich, von euch noch kein einziger gesehen haben. Dieser Film schimpft sich Snowpiercer, ist eine Dystopie. Spielt im Jahre 2031 und der Klimawandel ist dann doch irgendwie eingetreten, die ganze Welt ist vereist und die restlichen paar Menschen, eine genaue Anzahl gibt es glaube ich nicht, wurden alle in einen Zug verfrachtet. Klingt erstmal ein bisschen stumpf, aber da verbirgt sich eine größere Geschichte hinter. Das ist wie gesagt eine Graphic Novel aus den 80er Jahren, kommt aus Frankreich, da hieß es, bitte, ihr wisst, mein Französisch ist grottenschlecht, ich mach's jetzt einfach mal nach Gefühl. Le Transpersion, wenn es Zug heißt, wahrscheinlich, ne? Von Jacques Loeb, der ist schon 1990 verstorben. Und Jean-Marc Rouchette, wie der Ofenkäse. Rouchette? Ja. Oh, den mag ich. Genau, die haben das zusammen gemacht. Und das wurde auch erst im letzten Jahr auf Deutsch übersetzt und jetzt im Zusammenhang mit dem Film auf Englisch. Also diese Graphic Novel, die hat es wohl ewig nur auf Französisch gegeben, so wie ich das dann nachempfinde. Und das ist eine koreanische Produktion. Ist bisher die teuerste mit 40 Millionen Dollar. Und was wirklich das Krasse ist, das muss ich jetzt mal sagen, der Film ist schon seit Sommer 2013 fertig. Und es gibt wohl einen Medienmogul, warte, ich habe den Namen hier aufgeschrieben. Entschuldigung. Ja, nee, genau, Harvey Weinstein, der wohl die Filmrechte in vielen ja. Ländern besitzt. Und der hat laut einem Zitat aus Spiegel Online, habe ich das gefunden, vom 9.2., ich lese einfach mal vor, hat er die Aussage getroffen. Nach mehr als einem halben, Spiegel Online geschrieben, nach mehr als einem halben Jahr Tauziehen zwischen Vertrieb und Regisseur darf der koreanische Film Snowpiercer in seiner qualitativ hochwertigen Form in die Kinos kommen. Allerdings nur in ausgewählte, denn Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, der die Vertriebsrechte in den meisten Ländern besitzt, hat den Film nach wie vor für zu intelligent für das normale Publikum empfunden. Das heißt, er hat gesagt, der Film ist zu intelligent, zu gut für die Leute. Er wollte, dass er 25 Minuten rausgeschnitten werden und nur dann hat er das zugelassen. Und deswegen kommt er nur peu à peu. Also in Korea ist er schon 2013 im Sommer gelaufen, in Frankreich ist er schon gelaufen, danach kam Estland, Lettland, so die kleineren Länder. Und ja, wie es aussieht, kommt er jetzt echt nur in ausgewählte Kinos. Okay. Ich hoffe, also wenn ihr ihn gucken könnt, schaut ihn euch an, denn auf der Berlinale ist er gelaufen. Der wird von Kritikern hoch gefeiert, weil es wirklich, es ist Actionfilm, aber er ist auch wirklich tiefgründig. Du hast halt in dem Zug, der eine unbestimmte Länge hat, verschiedene Klassen. Und wie gesagt, du musst dir vorstellen, es ist halt die letzte Zuflucht der Menschheit. Es ist eine Art Perpetuum mobile, erklärt für der es nicht weiß. Also es ist ein Fahrzeug, wie es nur in der Fantasie existieren kann. Einmal angetrieben, angefahren, versorgt sich selber und fährt immer weiter. Ich glaube, bei Jim Knopf war es auch ein Perpetuum mobile, oder? Weißt du, nicht, dass ich wüsste. Emma oder was? Ja, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall
ist es halt so, dass der Zug nach Klassen unterteilt ist. Also vorne ne, die Privilegierten und hinten ärmlich das ältere Volk. Und natürlich kann das nicht ewig so bleiben, bis da zum Aufstand kommt. Es soll super umgesetzt sein. Also ich habe wirklich nur Gutes gelesen. Und ich hoffe, dass es in der Nähe ein Kino gibt, der den zeigen wird. Ich werde demnächst mal nachforschen und dann auf jeden Fall euch nochmal informieren, wie das aussieht. Soweit dazu. Ich finde, sieht spannend aus. Sieht erstmal relativ spannend aus und finde vor allen Dingen auch interessant tatsächlich, wenn er ein bisschen Anspruch haben sollte, das wäre ja ungewohnt. Normalerweise hast du ja bei diesen Hollywood-Dingern, das ist ja immer so, da hat man dieses Zitat im Kopf, ich glaube, es war vom RTL-Chef oder so, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, ich finde es auch krass, dass er so zurückgehalten wird, weil er zu intelligent sein soll. Das war für mich, aber wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten und wie ich das machen kann. Dazu hat der Dirk jetzt mal was hier. Genau, werde ich euch jetzt sagen. Da machen wir jetzt das nächste Fass auf. Ja, großartig, großartig, großartig. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Eigentlich hatten wir überlegt, es am Anfang schon zu sagen. Wir heben uns es auf fürs Ende der Sendung. Er wird es euch mitteilen und er muss dafür nicht auf die nächste Live-Show unbedingt warten. Denn unsere Nerdstar.de Homepage geht wieder online. Wir waren jetzt ungefähr, ein halbes Jahr oder so waren wir offline, wir waren nicht da, wir waren nicht zu erreichen quasi über unsere Seite, das Forum ist dadurch ein bisschen eingeschlafen, wir konnten keine News mehr für euch vorbereiten, wir konnten euch nicht so ganz hundertprozentig aktuell auf dem Laufenden halten, sondern wir hatten im Prinzip, wir hatten einfach nicht mehr diesen schönen Kanal, es war auch immer ein Spielplatz, wo man mal sich... miteinander und gegeneinander und so. Es war einfach ein großartiger Tummelplatz. Was soll man da mehr darüber sagen? Das ist traumhaft formuliert. Ich bin dich jetzt nicht um Kopf und Kragen. Unglaublich begeistert. Sie kommt jedenfalls wieder. Die Nerdstar.de Homepage kommt wieder, wird mit News gefüttert. Unter anderem, Julian? Ja, die Tests, die wir heute gemacht haben, die wird es dann natürlich auch da geben. Da könnt ihr nochmal alles genau nachlesen, sofern es euch interessiert, wie wir denn Plants vs. Zombie Garden Warfare wirklich fanden und auch Thief. Also da wird alles nochmal schriftlich niedergeschrieben sein. Wahrscheinlich auch aus euren Bereichen. Ja, natürlich. Ob wir es fanden, und überhaupt. Ja, ich werde meine alten Blogs, bin ich gerade dabei, wieder mit in mühseliger Kleinarbeit einzupflegen. Es wird auch hoffentlich meinerseits neue Blogs geben. Ansonsten News zu den Themen Entertainment, Film und Games, wie wir sie hier auch haben in dem Live-Magazin. Und alle Beiträge. Also alle Beiträge, die ihr in der Sendung seht, könnt ihr da nochmal angucken, ob es die Top 5 sind, ob es Jan in Gefahr ist, ob es die Pro und Connors sind. Das wird alles auf der Homepage sein. Es ist alles ganz leicht zu finden. Es ist super interaktiv. Ihr könnt Kommentare da lassen. Übersichtlich. Das ist auch ein großer Punkt. Das hat man ja bei YouTube dann irgendwie. Da ist das dann alles so und hier und da. Und pass auf, leidet YouTube nicht zu laut. Weil wir ein tolles neues Layout haben. Das war dazu gesagt. Genau, also das wird auch eine kleine Überraschung noch werden, wie es neu aussieht auf unserer Seite. Es sieht nicht mehr aus wie vorher, aber es wird fantastisch. Und ich hoffe, so, ihr schaut genug des Eigenlobs. Ja, nein. Kann man aber mal sagen. Genau, die Regie sagt gerade, wir sollen das Prozedere machen. Folgt uns auf Fitbox, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. YouTube. Scheiß vor eure Hause vor euren YouTube? Nachbarn. YouTube ist abonnieren. Twitter hatten wir es schon? Konjugieren könnt ihr auch noch. Nerdstar einfach mal durchkonjugieren. Absolut. Der Nerdstar, des Nerdstar, dem Nerdstar. Ja. Und es gibt noch eine letzte Umfrage hier. Seid ihr am 16.03. wieder bei der Show dabei? Ich will hier 100% auf Ja haben. Andernfalls weiß ich auch noch nicht, was ich da mache. Andernfalls kommt... Weiß ich noch nicht, haben kommt, wir hier kommt auch. Kommt Dirk persönlich bei euch zu Hause vorbei und überzeugt euch, dabei zu sein. Ich komme euch da gleich hin, Freunde der Sonne. Sonst drehen wir das nächste Mal bei denen zu Hause. Wo sind wir denn da? Ja, wie winden wir uns denn jetzt gelandet aus diesem Desaster der Abmoderation heraus? Ja. Aus dem Desaster der Abmoderation. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine Runde Plants vs. Zombies. Okay. Wer mitmachen möchte, kann es gerne tun. Und wir verabschieden uns bis in 2 Wochen. Bis dahin ist die Homepage online. Schaut gerne rein. Und wir freuen uns drauf. Genau. Spätestens richtig. In 2 Wochen wieder hier. Vielleicht dann ohne Julian. Vielleicht auch mal mit wieder. Ist ja immer auch aufregend. Gucken wir mal, wo ich lande, nächstes Mal. Sag aber trotzdem jetzt Tschüss, du darfst die letzten Worte sagen. Tschüss, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. War schön hier. Lächeln. Die Leute haben eben gesagt, du sollst nochmal richtig lächeln. Ich soll lächeln? Ich lache immer. Breit. Dankeschön, mach's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntagabend noch.